Interpretiert von 2006. Pünktlich zwischen Singertempore und Grundtempore fangen wir jetzt an. Ich möchte zur Einleitung das Mikrofon an Dr. Höchtl, Studiumsleiter der ITS, übergeben und dann im Anschluss Sie über das weitere Programm des Abends informieren. Ja, danke, Thomas. Keine Angst, ganz kurz. Freue mich wirklich, dass so viele Gäste heute bei dieser Veranstaltung sind. Der Studiengang Informationstechnik und Systemmanagement, ITS, ist ein technischer Studiengang, der auch Managementkompetenz vermittelt. Aber eines, ein ganz wesentliches Ziel ist, auch neben dieser Technikausbildung auch ein bisschen rechts und links zu schauen. Und wir wollen uns auch diesen gesellschaftspolitischen Aspekten widmen. Mit dieser Veranstaltung heute, das ist das IKT-Forum, das jetzt jährlich stattfindet, widmen wir uns immer einem Motto, das sehr aktuell ist und auch gesellschaftspolitisch sehr hohe Relevanz hat. Ja, dieses Motto heute um den Bereich Security, Datenschutz, ich denke, das ist für uns alle viel wichtiger, viel spannender, wie wir uns das vielleicht teilweise auch vorstellen. Und ich bin ganz sicher, dass wir heute ein sehr, sehr interessantes Abendprogramm haben. Ich möchte Sie gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Nochmals vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Auch vielleicht vorweg gleich Sie dann an das anschließende Buffet einladen. Dort wird auch noch Gelegenheit sein, eine andere Meinungsaustausch durchzuführen. Ja, nochmals, ich wünsche Ihnen und mir einen schönen Abend. Ich denke, wir haben diesen, muss Thomas bitte. Ja, danke. Wir haben ein ganz kleines Problem, und zwar einer der Vortragenden ist noch unterwegs und wir sind bemüht, in Nutzung aller telekommunikationstechnischer Mittel ihn einzuschalten in diese Veranstaltung. Das ist der Herr Maus, der aus Karlsruhe anreist für diese Veranstaltung, und wir hoffen, noch später zu uns erstoßen werden. Ich darf dann in der Reihenfolge der genannten Kurzvorträge, die jetzt in etwa 10 Minuten dauern werden, die folgenden Herren vorstellen. Der Herr Jan Christler in dunkler Kleidung, jetzt der zweite von links, hat das Fahrschule der Mikrosystemtechnik absolviert und arbeitet seit dem Jahr 2000 am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration und ist eben seit 5 Jahren etwa beschäftigt mit dem Thema Biometrie und eben seit 2 Jahren auch intensiver mit dem Thema E-Pass, was sicher heute des Öfteren noch thematisiert werden wird. Er ist seit 10 Jahren Mitglied des Chaos Computer Clubs, Technologieexperten mit breitem Engagement sind dort organisiert. Er wird also jetzt, sollte der Herr Maus noch eintreffen, würden wir ihn bitten zu beginnen. Wenn nicht, dann darf ich den Herrn Christler später bitten zu beginnen. Die nächste Person ist der Herr Johann Wallner, der am Podium ganz rechts sitzt. Schönen guten Abend. Er ist Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie und Beweissicherung beim Landeskriminalamt Salzburg und wird heute auch im Licht der Öffentlichkeit und der Relevanz des Themas sprechen. Er ist seit 1993 bei der Exekutive und ist im Zivilberuf Antennenbauexperte und Richtfunktechniker und kennt sich sehr gut bei Großanlagen und bei der Projektierung von IT-Systemen aus und wird also hier die thematische Ausrichtung mit Hinblick öffentlicher Bereich bestimmt vornehmen. Sein Kollege jenseits der Grenze, der Herr Thomas Kirchleitner, sitzt jetzt am Podium ganz links und er ist in der Funktion als Teamstellenleiter der Polizeiinspektion Fahndung in Traunstein anwesend. Er ist der Chef der Schleierfahndung in diesem Bereich und wird uns also hauptsächlich zum Themenkreis dieser Fahndungsnotwendigkeit oder sicherheitsrelevanten Aspekte vortragen. Last but not least, der Herr Zeger, den Sie zum Teil schon kennen, denn er war vor 2 Jahren auch bei uns beim IKT-Forum anwesend, ist Geschäftsführer der E-Commerce Monitoring GmbH und seit 1990 Obmann der Arbeitsgemeinschaft Daten, Österreichische Gesellschaft für Datenschutz. Er ist also der österreichische Datenschutzexperte schlechthin und ich hoffe, eingeladen sind auch sehr stolz, dass Sie uns die Treue halten und wir sich aufs Podium wagen hier. Ich
darf Sie also jetzt der genannten Reihenfolge nach vielleicht um diese Kurzstatements bitten, wenn Sie schon vorbereiten wollen. Ich habe zwei, drei organisatorische Punkte, die ich noch ganz kurz anschneiden möchte. Sie sehen hier eine Kamera und ein Mikrofon. Das ist organisiert von Herrn Leitner, der ein Multimedia-Art-Student ist und im Rahmen seiner Diplomarbeit diese Veranstaltung aufbereiten und anreichern und featuren wird mit dem Thema Schwerpunkt Anonymität. Und ich hoffe, es gibt niemanden, der was dagegen hat, wenn heute mitgefilmt wird. Es ist auch in Abstimmung mit der Polizei. Ja, schickt das ja rein. Ja, teilweise ja. Ja, aber es ist eine öffentliche Veranstaltung und somit, glaube ich, sind wir im grünen Bereich, hoffentlich. Diese Veranstaltung möchte ich noch ergänzen, wird gemeinsam vom Studiengang ITS und der IT-Region veranstaltet, wo Salzburg, Rosenheim, Kufstein, Traunstein, Kipp und Berchtesgadener-Land im Sinne eines Wirtschaftssimulierungsprogramms aus einem Regio-Projekt heraus gefördert wird. Also auch die, Sie sehen hier eine Tafel hinter mir, sind Mitveranstalter dieser Veranstaltung. Wir haben drei thematische Bögen, die vielleicht im Rahmen dieser Veranstaltung anreißen werden. Der erste ist die Frage, ja, wo werden über mich ganz kurz Daten gesammelt, ohne dass ich das weiß? Ja, die Ich-Bezogenheit der Fragestellung, die Wir-Bezogenheit der Fragestellung, der zweite Punkt, wird dann sein, was geben uns das alle gemeinsam an? Ja, wo sind Defizite, wo sind Probleme, wo gibt es Änderungsbedarf, was zum Beispiel die öffentliche Sicherheit anbelangt. Und der dritte Schwerpunkt thematisch wird dann im Rahmen der Diskussion der sein, wie schaut es in der Zukunft aus, was gibt es da für neue Ansätze, wo können wir auch als Technologen ansetzen, Systeme optimieren, verbessern und Zukunftsszenarien bilden, mit denen alle zufrieden sind. Also ich freue mich, dass wir hier so zahlreich anwesend sind zu einem sehr diskursiven Themenkreis und ich darf Sie jetzt wirklich hinweisen, auf den Vortrag bitte von Chaos Computer Group. Herr Grüßer, bitte. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, zuerst einmal, mein Name ist Jan Christler und ich werde mich heute ein bisschen mit dem E-Pass und ein kleines bisschen auch mit der Biometrie beschäftigen, weil die halt in dem Zusammenhang, also in dem Fall einfach mal zusammengehören. Übertitelt habe ich den Vortrag heute Anonymität und der E-Pass. Und prinzipiell will ich erstmal kurz was sagen, wie denn der E-Pass aufgebaut ist und was da so für Daten drin gespeichert werden und dann später nochmal auf die Punkte der Anonymität in dem Zusammenhang eingehen. Ja, prinzipiell, der E-Pass ist, also gerade der deutsche E-Pass jetzt und seit heute auch der Beschluss für Österreich gefallen, dass Sie alle jetzt ab heute halt auch E-Pässe bekommen werden. Es hat nichts anderes als bisher der Pass mit normalem Passbuch. Zusätzlich ist nur ein RFID-Chip eingebracht, auf dem halt gewisse Daten gespeichert sind. Und das sind, also meine Daten sind jetzt halt vorwiegend für Deutschland, auf Deutschland bezogen, aber ich glaube, das stimmt auch für Österreich soweit überein. Verpflichtende Daten sind gespeichert, die Passnummer, das Geburtsdatum und das Ablaufdatum, also wie halt bisher auch auf der Außenseite des Passes gespeichert. Die Daten sind Grundlage für eine Verschlüsselung, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde. Dann ist als verpflichtendes Merkmal das Gesichtsbild, und zwar nicht wie bisher im Halbprofil, sondern als Frontalbild gespeichert. Und optionale Daten sind Fingerbilder und Irisbilder. Für Deutschland ist ab 2007 geplant, die Fingerbilder auch als verpflichtende Daten einzuführen. Welche Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen, um den Pass vor unberechtigten Auslesen oder Klonen zu schützen? Das ist prinzipiell erstmal eine randomisierte Chip-ID. Dazu muss man sagen, dass ein RFID-Chip prinzipiell eine eigene ID hat, mit der er sich gegenüber dem System authentifiziert zur Anti-Kollision. Problematisch bei der ganzen Sache ist, dass wenn halt diese Chip-ID eindeutig ist,
dann kann man halt sehr gut Bewegungsprofile für die Person erstellen. Das heißt, man muss halt nur einmal die Person mit der Chip-ID in Verbindung bringen und schon hat man halt wunderbare Grundlage für halt das Tracken von Personen. Deswegen haben sich die zuständigen Stellen bei der ICAO, also der Internationalen Zivil- und Luftfahrtorganisation, zusammengesetzt und haben so ein paar Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel die zufällige Chip-ID, ausgedacht. Zusätzlich werden die dort gespeicherten Daten signiert. Das ist einmal die passive Authentifikation, die die Datenintegrität schützt, und die aktive Authentifikation, die im Schutz gegen das Klonen der Daten des Chips selber gewährleisten. Und noch eine Verschlüsselung der Kommunikation. Das heißt, die Daten gehen halt nicht wie üblich unverschlüsselt über die Luftschnittstelle des RFID-Chips, sondern halt verschlüsselt. Die Basic Access Control dient zum Schutz der gespeicherten Gesichtsbilddaten und ist halt relativ simpel gehalten. Der einzig zufällige Part an diesem Schlüssel sind die Daten, die ich gerade genannt habe, also die Chip-ID, das Geburtsdatum und das Ablaufdatum. Die Extended Access Control ist halt ein bisschen komplizierter und ist dann später für die Sicherung der Fingerabdruck- und Iris-Daten gedacht. Ja, was gibt es für Probleme mit der Sicherheit? Prinzipiell RFID-Chips sind halt nicht wie normale kontaktbehaftete Smartcards nur auslesbar, wenn man direkten Zugriff auf diese Chips hat, sondern auch in gewissen Reichweiten. Laut Standard ist das für die hier verwendeten Chips 10 cm. Allerdings wurden auch schon deutlich größere Reichweiten erzielt, und zwar für das aktive Abhören. Das heißt, man kommuniziert explizit mit einem eigenen Laser mit dem Chip bis zu 10 Meter und passives Abhören bis zu 30 Meter, unter Laborbedingungen sogar schon bis zu 50 Meter. Das heißt, wenn man am Flughafen steht und dort eine Kommunikation zwischen dem Flughafenterminallaser und dem eigenen Pass, dem Pass einer Person vonstatten geht, dann kann man halt auch noch außerhalb des Flughafens mit geeigneten Mitteln diese Kommunikation abhören. Was ja prinzipiell nicht kritisch wäre, weil, wie gerade erwähnt, die Kommunikation verschlüsselt ist. Allerdings haben sie auch da nicht so wirklich drüber nachgedacht, über die Verschlüsselung. Und zwar ist es relativ einfach möglich, sie zu brechen. Einfach aus dem Grund, dass der Bereich der also die Schlüssellänge relativ gering ist mit 56 Bit und auch noch relativ einfach reduziert werden kann auf, also in Holland wurde es schon getestet, da haben sie es halt mit einem normalen Rechner innerhalb von ein paar Minuten diese Verschlüsselung geknackt. Wenn das einmal der Fall ist, kann man erstens wunderbar die hochqualitativen Gesichtsbilder aus dem Pass runterladen und kann zweitens dann diese Person überall wieder tracken, was ja eigentlich ehemals durch die randomisierte Chip-ID verhindert werden sollte. Und da bietet sich halt dieses, also immer ein schönes Schlagwort, diese RFID-Bomben. Das heißt, RFID-getriggerte Bomben. Das heißt, irgendwo stellt sich ein Terrorist hin und guckt, wann diese Person vorbeigeht, die in die Luft jagen will. Und alles kann schön automatisch und ohne Selbstmordattentäter vonstatten gehen. Wie kann man sich davor schützen? Das gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder das Auslesen des Chips selber verhindern, relativ einfach zu machen, indem man entweder weitere Chips, die auf dem gleichen Frequenzband arbeiten, in den Pass einbringt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum sie derzeit davon absehen, die Visa auf RFID-Chips zu speichern, einfach weil es Probleme gibt, sobald mehrere Chips in unmittelbarer Nähe des Lasers sich befinden. Man kann natürlich auch über Störsender nachdenken, die in dem Bereich der Chips arbeiten. Blöderweise ist das kein besonders gesichertes Frequenzband. Zum Beispiel Schweißtrafos arbeiten auf dieser Wellenlänge, auf dieser Frequenz. Und Schweißtrafos haben ja bekanntlich eine relativ große Leistung. Das heißt, man kann auch von deutlich größeren Entfernungen den Vorgang stören. Sehr einfach ist der Fall, Aluminiumfolie in den Pass einzulegen, beziehungsweise Folie um den Pass rumzumachen. Da gibt es hier irgendwie so ein schickes Heft inzwischen schon, wo man den Pass reinstecken kann. Zeige ich später. oder halt einfach ein bisschen Alufolie ausschneiden und in den Pass reinlegen, und schon kann er nicht mehr ausgelesen werden.
Man kann natürlich auch die Antenne abtrennen, das ist halt dann die zerstörerische Variante, oder halt den Chip direkt zerstören. Einfachste hat jeder zu Hause eine Mikrowelle, blöderweise hinterlässt das aber Brandlöcher und es soll ja relativ unauffällig sein, dass der Chip kaputt ist. Deswegen wurde auf dem letzten Kongress vom Chaos Computer Club so ein nettes Projekt vorgestellt, die RFID ZapperCam. Das heißt, da wurde einfach eine Einwegkamera umgebaut, an die blitzleuchtende Spule rangelötet und damit kann man halt relativ unsichtbar den Chip zerstören. Ja, die Biometrie, ein Bestandteil des Passes, halt in Form von einem Gesichtsbild und einem Fingerabdruckbild demnächst. Probleme mit der Biometrie sind allgemein, dass sie halt nicht eindeutig ist. Biometrie gibt halt immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung wieder. Und so kann man halt nie wie beim Pass oder einer PIN sagen, das ist jetzt wirklich halt das korrekte Passwort oder die korrekte PIN, sondern man kann nur sagen, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die korrekte Person, die dort den Finger aufgelegt hat. Andererseits sind Merkmale manchmal nicht erfassbar oder verfügbar, sei es aus kulturellen Gründen oder einfach körperliche Gründe, so die Kreissäge und der Finger als bekanntes Beispiel. Zu den Gesichtsbildern gibt es halt eine ganze Reihe von Problemen. Prinzipiell ist die Gesichtsbilderkennung sehr stark abhängig von Umwelteinflüssen, also gerade von Lichtverhältnissen. Und über eine Zeit, also der Pass ist halt 10 Jahre gültig und in 10 Jahren ändert sich halt das Gesichtsbild sehr rapide. Also schon, wenn man am nächsten Morgen nach dem Kater aufwacht, wird man vermutlich einfach nicht mehr erkannt werden. Und aus dem Grund gibt es halt relativ hohe Anforderungen an das Passbild. Für die Fingerabdrücke sind einfach die hygienischen Vorbehalte und halt die Vorbehalte der Bevölkerung in Hinsicht auf die erkennungsdienstliche Behandlung. Also bisher war es halt üblich, Fingerabdrücke nur von Verbrechern zu nehmen. Was halt hier jetzt nicht mehr getan wird, sondern halt die Gesamtbevölkerung dann erkennungsdienstlich behandelt wird. Und es gibt eine sehr große Problemgruppe von Personen, die halt einfach nicht an dem System ordentlich teilnehmen können. Das sind gerade halt Senioren oder Arbeiter, also halt ein großer Großteil der Bevölkerung. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die ganze Biometrie halt zu umgehen. Man kann erstens die Erkennung verhindern. Sei es einfach durch eine Sonnenbrille oder eine normale Brille, was halt sehr einfach zum Versagen der Systeme führt, genauso wie halt Schielen, weil der Augenabstand halt ein sehr wichtiges Merkmal bei der Gesichtserkennung ist. Oder man kann halt das Gesicht komplett verstecken, wie dort rechts sehr schön dargestellt. Für die Finger gilt es, dass man sie halt abschleifen oder verätzen kann, halt sehr schmerzhafte Varianten, die Identität zu verschleiern. Eine relativ gute Möglichkeit ist, wie da unten an den beiden Bildern zu sehen, Sekundenkleber. Einfach ein bisschen Kleber auf den Finger raufgemacht und die Erkennung scheitert. Oder einfach sehr harte Arbeit. Also halt gerade Leute, die mit Holz zu tun haben, sind da relativ, werden Probleme haben, wenn sie irgendwann mal in die USA einweisen wollen. Die zweite Möglichkeit ist die Vortäuschen von anderen Identitäten und hier einfach mal nur exemplarisch ein paar Bilder gezeigt, also sowohl für Gesichtserkennung als auch für Fingerabdruckerkennung als auch für Iriserkennung gibt es Möglichkeiten, die Systeme zu überwinden und die Möglichkeiten sind noch dazu relativ billig. Also mit halt wirklich ein paar Euro und ein paar Stunden Arbeit kriegt man so gut wie jedes System überwunden. Für die Fingerabdruckerkennung kann ich das nachher gerne nochmal vorführen, wenn da jemand Interesse hat. Ich habe das soweit alles mit. Ja, und dann komme ich auch schon zum Fazit bzw. noch den Gefahren. Prinzipiell, die RFID-Chips haben ein großes Problem der Haltbarkeit. Der deutsche Pass und auch der österreichische vermutlich ist 10 Jahre gültig, wobei die RFID-Chips selber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 10 Jahre halten werden, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mal 5 Jahre halten werden und deswegen halt der Pass irgendwann, also der Chip irgendwann kaputt gehen wird, was den Pass allerdings nicht ungültig macht. Und da kommen wir halt schon zu dem Großproblem. Die ganze tolle Technik, die wir hier einführen, ist halt einfach hinfällig, weil man macht den Chip kaputt und der Pass ist weiterhin gültig. Das heißt, das gesamte Geld, die hohen Kosten, die dort eingesteckt wurden, haben eigentlich genau gar keinen Sicherheitsgewinn. Noch dazu ist die Technik deutlich unausgereift und es wird halt zu mehr Vertrauen führen, weil halt alle Hersteller sagen, ja, unsere Technik ist toll und vertraut mir der Technik. Und die Grenzbeamten dann halt irgendwie nicht mehr ihren gewohnten kritischen Blick auf die Person richten, sondern halt einfach dem Computer vertrauen, der sagt irgendwie, ja, ist okay, lass ihn durch.
Schon erwähnt, flächendeckende Behandlung der Gesamtbevölkerung. Also ich halte das für einen sehr kritischen Punkt, weil halt hier einfach Techniken angewendet werden, die halt normalerweise für Schwerstkriminelle nur benutzt wurden. Und ganz klar, der E-Pass wird keinen Schutz für Terroristen bieten. Also kein Terrorist ist an der Biometrie oder am Pass als Terrorist zu erkennen. Und deswegen ist das halt alles ziemlich, naja, Blödsinn, kann man nicht anders sagen. Trotzdem gibt es noch weitere Gefahren. Und zwar sollten die Daten, die jetzt aufgenommen wurden, zentralisiert bzw. vernetzt werden. Kann man halt sehr schön in den Daten dann suchen und auch Rasterfahndung gut vollziehen. Bis jetzt sind die Daten halt noch nicht für Fahndungszwecke verwendbar, was ich irgendwie auch nur als temporär ansehe. Also in absehbarer Zeit wird es garantiert sich ändern. Was halt sehr kritisch ist, weil man halt zwangsweise sich einen Pass bzw. einen Ausweis holen muss. Und wenn man dann halt gezwungen wird, seine biometrischen Daten abzugeben und die dann für Fahndungszwecke eingesetzt werden, ist das halt unschön. Und weiterhin, derzeit funktioniert die Biometrie nicht, aber in Zukunft ist durchaus davon auszugehen, dass sie besser wird und dass dann so Sachen wie flächendeckende Videoüberwachung gekoppelt mit Gesichtserkennung durchaus funktionieren kann. Und da sind wir natürlich irgendwie so beim Albtraum, den man sich vorstellt. Ja, vielen Dank. Infos gibt es auf unserer Webseite und noch ganz kurz eine Ankündigung. Zu Ostern veranstaltet der Chaos Computer Club Wien ein sogenanntes Easter Hack. Da wird man auch diese Sachen noch mal ausführlich diskutieren können, auch ein bisschen technischer. Vielen Dank. Ja, danke für diesen facettenreichen Vortrag. Wir haben geplant, eine Ad-hoc-Frage zuzulassen nach dem Impulsvorrat. Das wird dann sicher heftiger noch diskutiert werden. Wer stellt diese eine Kurzfrage? Da darf ich ganz kurz fragen, ist es gestattet, auch rechtlich, diese Aluhülle, die Sie da gerade gezeigt haben, zu verwenden? Selbstverständlich. Die Antwort war ja. Gut. Ich darf jetzt die Runde dieser Kurzvorträge fortsetzen und ich bitte den Herrn Wallner ans Podest. Ich bin seit 2000 Leiter des IT-Referats für Datensicherung, Beweismittelsicherung und Informationskriminalität beim Landespolizeikommando Salzburg, wie es jetzt neu heißt, seit Juli, und dort beim Landeskriminalamt. Unser Sachbereich nennt sich Assistenzbereich 06 ITB. Wir sind derzeit 5 Beamte eingesetzt in diesem Bereich. Und wir sind im Prinzip in einer Zwitterstellung, das heißt, wir haben einmal den Aufgabenbereich Assistenz in dem Bereich Datensicherung, Datenwiederherstellung und Erhebungen im Internetbereich für andere Sachbereiche, für andere Kriminalitätsbereiche bzw. Ermittlungsbereiche im eigenen, in allen IT-relevanten Bereichen des Strafrechts und so fort. Das Thema, die Illusion der Anonymität, ist an und für sich insofern ein ganz interessantes Thema. Jeder wünscht sich in gewisser Weise Anonymität. Was bringt sie uns und was kostet sie uns? Jede Art der Anonymität hemmt das Vertrauen im Prinzip zwischen den Partnern. Das sieht man speziell jetzt in der letzten Zeit, wenn man sich jetzt hernimmt, diese Gunfishing-Aktionen, die momentan nicht nur österreichweit, sondern europaweit am Laufen sind, welchen Schaden diese anrichten und unter vollständiger Anonymität wäre es unmöglich, zum Beispiel einen Täter dinghaft zu machen. Das heißt, der Kunde würde wahrscheinlich auf seinen Schaden sitzen bleiben und er hätte keine Möglichkeit, von der Bank oder von wo immer her seinen Schaden ersetzt zu bekommen.
sind wir beim Thema, wem nützt die Anonymität, wem schadet sie? In der Regel nützt die Anonymität vielen Personen, die nicht unbedingt daran interessiert sind, dass ihre, ich sage mal, landläufigen Umtriebe bekannt werden. Schaden tut die Anonymität in der Regel jedem Geschädigten, der durch verbrecherische Absicht, sage ich jetzt mal grob überspitzt gesagt, von jemandem angegriffen wird, eben wie zuvor angedeutet im Bereich Tarnfischen oder anderen Aktivitäten. Illegale Nutzung von Zugangscodes, von Kreditkartendaten, Bankdaten etc., Kundendaten sind täglich immer wieder zu sehen in allen Bereichen. Die Anonymität, speziell im Bereich Daten, ich glaube, da wird auch der Kollege von der Enkelgruppe beistimmen, ist im Prinzip eine absolute Illusion. Es gibt nichts, es gibt im Prinzip keinen Code, der nicht geknackt werden kann. Es ist im Prinzip nur eine Frage von Rechnerkapazität und Zeit. Da bin ich beim Schluss des Bereiches. In welchem Grad ist in dem Sinne Anonymität, ich sage jetzt einmal im Internetdatenverkehr, wirklich erstrebenswert? Wir haben, wie gesagt, Anonymizer, wie zum Beispiel den JAP. Proxy-Server ist heute Standard in jedem Betrieb. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, praktisch die Datenherkunft zu verschleiern. Es gibt aber immer wieder auch Gegenmittel. Genauso wie praktisch Viren produziert werden, gibt es Virenschutzprogramme. Es braucht eben ein bisschen Zeit, dass diese kreiert werden, aber es gibt sie und sie kommen immer wieder. Das Gleiche gilt für IPAS, er hat es auch schon angedeutet. Es ist im Prinzip im Netzverkehr und speziell, wenn man den WLAN-Bereich oder den drahtlosen Übertragungsverkehr nimmt, es gibt kein sicheres Netz. Das sicherste Netz oder der sicherste Computer ist ein Netz, derjenige Computer, der nicht am Netz angesteckt ist. Zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz eine Information im Bereich der Kriminalität. Wir haben in den letzten 4 Jahren circa jährlich einen 200-300%igen Anstieg im Bereich der Kriminalität unter Nutzung von Computerdaten oder von EDV feststellen müssen. Und zu zusätzlich noch kommt, dass wir in den letzten 2 Jahren circa eine Vervierfachung der Datenmengen, die auszuwerten sind, zu verkraften hatten. Allein daraus ergibt sich eine kleine Art der Anonymität, weil eine derartige Datenmenge zu analysieren, bräuchten wir wahrscheinlich ungefähr die 10-fache Menge an Ermittlern im IT-Bereich, die wir mit Sicherheit in den nächsten 50 Jahren nicht erhalten werden. Ja, danke, Herr Wallner. Eine Ad-hoc-Frage. Das heißt, die Chance, erwischt zu werden, ist eigentlich relativ gering, oder? Das kommt darauf an. Platonische Antwort. 10% ist die derzeitig aktuelle Aufgabe. Vielleicht dazu ganz kurz dazu zu sagen, das Ganze ist im Prinzip zum Teil ein organisatorisches, zum anderen Teil ein logistisches Problem. Und zwar eben in 2 Bereichen. Wir haben einmal die Zeit oder die Fristen, die Aufbewahrungsfristen, die nach den Datenschutzgesetzen, je nachdem Deutschland, Österreich und so weiter, zum Teil sehr kurz bis gar nicht mehr vorhanden sind, aufgrund der Datenschutzbestimmungen. Auf der anderen Seite der logistische Bereich und die Mühle des Gesetzes malt, wie jedermann weiß, zeitweise sehr langsam. Das heißt, es ist sehr kontraproduktiv, die Aufbewahrungszeiten der Daten, der Verbindungsdaten etc. werden immer kürzer. Die Zeit, die es benötigt, zum Beispiel eine Rechtshilfeersuchung zu JAU.com durchzubringen, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Das heißt, es hängt immer wieder auf die Kooperationsbereitschaft der Betreiber, der Betroffenen und so weiter ab, ob spezielle Ermittlungen im Internetbereich und so weiter möglich sind, sofern Daten vorhanden sind. Und es ist einfach
Verfolgung mehrerer Nodes etc. Jeder Techniker weiß, worum es geht, braucht seine Zeit und die Daten müssten im Prinzip eine gewisse Zeit lang aufbewahrt werden. Meine persönliche Meinung ist die, dass im Prinzip kein Bürger sich vor Verfolgung oder vor einer Rasterfahndung fürchten braucht, denn derartige Maßnahmen sind unter derartigen restriktiven Gesetzesbestimmungen nur möglich, wobei es in der Regel sehr, sehr hohe Strafdrohungen und dementsprechend auch um hohe Deliktsbereiche handelt. Also der Otto Normalbürger braucht sich im Prinzip vor derartigen Aktivitäten nicht fürchten. Auf der anderen Seite ist er Betroffener, wundert er sich, warum der Täter nicht gefasst werden kann. Ganz bewusst war das jetzt kurz, es gibt schon Gegenargumente am Podium, das wird also eine spannende Diskussion werden. Zum Herrn Maus darf ich kurz sagen, die letzte Info, die wir haben, ist, dass er in einem Schneesturm gesichtet wurde in der Nähe von Ingolstadt, ja, und deshalb etwas verzögert im Auto unterwegs ist. Wir hoffen, dass er noch eintreffen wird, und ich kriege ein positives Signal, ja, er ist im Anflug. Okay, ist da, hervorragend. Ja. Wir werden jetzt noch die Kurzvortragsserie fortsetzen. Ich darf jetzt den Herrn Kirchleitner bitte ans Podium bitten. Herzliches Grüß Gott von mir. Wenn es gestatten, bleibe ich sitzen, dann kann ich meine Spickzettel besser erkennen. Ich freue mich über die Einladung. Es ist sehr ungewöhnlich, zu so einem Fachthema als praktizierender Polizeibeamter eingeladen zu werden. Aber ich habe die Einladung gern angenommen. Jetzt schaue ich mal, ob ich Sie entsprechend unterhalten kann mit dem Thema. Ich will nicht anonym bleiben, sondern ich oute mich, wer ich bin. Ich bin also der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Fahndung. Das ist eine Fahndungsdienststelle, die in Piding ansässig ist, also kurz hinter der Grenze. Deswegen kurz hinter der Grenze, weil unsere vorwiegende Aufgabe natürlich ist, grenzüberschreitend die Kriminalität zu bekämpfen. Und hier die echten Personen und nicht die Kriminalität, die übers Netz vonstatten geht. Ja, Schleierfahndung, was heißt das? Das ist ein Begriff, dem einen oder anderen vielleicht schleierhaft, aber das ist weniger die Ursache. Vielmehr war das einmal so eine Wortschöpfung unseres Innenministers, wo er zum Ausdruck bringen wollte, wir legen einen Fahndungsschleier über das gesamte Land. Das ist jetzt unsere Aufgabe und wir sollen hier die Rechtsbrecher stoppen. Also das ist eine ganz wesentliche Aussage. Ich schaue auch zu meinem Nebenmann. Es geht uns nicht um die unbescholtenen Bürger. Ich hoffe, hier im Raum sind lauter Unbescholtene, also es geht dann nicht gegen Sie, sondern es geht eben gegen die, die gegen Rechtsvorschriften verstoßen. Die Aufgabenstellung, die können Sie hier ablesen, es geht halt, wie gesagt, um grenzüberschreitende Kriminalität und das ist insbesondere Kfz-Verschiebung, Rauschgiftkriminalität, in Österreich heißt es, glaube ich, Suchtgiftkriminalität, es geht um Prostitution, es geht um Schleusungen logischerweise, verbotene Arbeitsaufnahmen etc. etc. Waffenschmuggel, also all diese Fälle, die ich durchaus auch unter dem Begriff Schwerkriminalität subsumieren kann. Ja, welche Möglichkeiten haben wir dann, diese Kriminalität zu bekämpfen? Wir wollen
erreichen, zu den Möglichkeiten komme ich gleich, wir wollen eben erreichen, dass keine Sicherheitsdefizite auftreten, das ist in Salzburg nicht anders wie im südöstlichen Bayern, und wir wollen Prävention erreichen, und Prävention erreicht man halt insbesondere auch durch eine hohe Aufgriffszahl. Öffentlichkeitsarbeit geht einher, und letztlich unser oberstes Ziel ist einfach Sicherheitsgefühl zu erreichen für unsere Bevölkerung, die in dem Bereich wohnt, dass sie eben verschont bleibt von den Überfällen, die eigentlich damals befürchtet worden sind, 1998, viele hier im Raum werden es ja noch wissen, als die Grenzkontrollen weggefallen sind. Die Grenzen bestehen ja nach wie vor. Das ist die Rechtsgrundlage für die bayerische Polizei, diese Kontrollen durchzuführen im grenznahen Bereich. Das liest sich jetzt relativ abstrakt, und ich will es jetzt auch in Bezug auf das Thema heute ein bisschen verdeutlichen. Wir können also durch diese Rechtsgrundlage prinzipiell jeden anhalten, jeden befragen. Wir können Ausweispapiere sichten, beispielsweise natürlich auch den neuen E-Pass. Wir können Leute festhalten, wir können Fahrzeuge und Personen durchsuchen. Das ist jetzt, sage ich mal, die aktive Tätigkeit, die uns Kraft Gesetz zur Verfügung gestellt wird. Aber natürlich gleichen wir auch Daten ab, und das ist, glaube ich, ja heute das spannende Thema. Insofern Anonymität ist ja eigentlich der größte Feind der Polizei, weil Anonymität heißt namenlos, und Namenlose wollen ja wir nicht. Wir wollen ja Leute, die ihre Identität preisgeben. Das heißt ja auch bewusst Identitätsfeststellung, und dann wollen wir diese Identität natürlich mit gespeicherten Daten abgleichen. Wir können abgleichen Personen, ob die zur Fahndung ausgeschrieben sind, etc. Wir können Sachen abgleichen, auch sonnenklar, ob ein Handy gestohlen ist, ob das Auto gestohlen ist. Aber wir produzieren auch Daten. Und es ist vorher schon angesprochen worden, Fingerabdrücke nehmen. Also wir nehmen Fingerabdrücke nur zur Orientierung. Unsere Dienststelle, die in etwa 100 Beamte umfasst, die täglich oder die insgesamt fahnden, im Jahr ca. 3000 sogenannte erkennungsdienstliche Behandlungen, also sprich Fingerabdrucknahme. Und diese Daten werden natürlich auch gespeichert. Neu in letzter Zeit, vielleicht auch interessant, wie sich mein Nebenmann dann äußert, ist ja die Erhebung der DNA-Daten, also das DNA-Muster zu erheben. Ein spannendes Thema, eigentlich das modernste, was momentan so in der Polizei vonstatten geht, und natürlich auch viele große Erfolge schon erzielt worden. Dass das natürlich anders als kritisch gesehen wird, das ist selbstredend. Also kurzum, bei uns werden viele Daten verarbeitet, ganz klar. Weniger jetzt in Form, dass wir die in Computer eingeben, sondern dass wir diese Daten durch Abfragen eben nutzen. Also wir sprechen hier vom Erfassen der Daten, vom Speichern, vom Übermitteln, vom Nutzen, aber natürlich auch vom Löschen. Und letztlich ist es so, und das wird vielfach in dieser Diskussion vergessen, die Überprüfung dieser Daten dient ja letztlich auch, Personen zu entlasten. Es geht ja nicht immer nur um Beweise gegen die Person zu führen. Letztlich verkürzt die Kontrollen, wenn man relativ schnell Datenklarheit hat. Letztlich verkürzt auch die Zeit, um entsprechende Beweise zu führen, dass die Person nicht beteiligt war an gewissen Taten. Dass Sie eine Vorstellung haben, wie wir vorgehen, das ist relativ simpel erklärt und trotzdem im Ergebnis sehr erfolgreich. Es stehen eben unsere Kollegen in Zivilfahrzeugen an der Autobahn vorwiegend, das ist kein großes Geheimnis, und beobachten den Verkehr und entscheiden in Sekundenschnelle, wer, ich nenne es immer, kontrollwürdig ist. Und kontrollwürdig, was heißt das? Kontrollwürdig ist eine Summe, die sich eigentlich im Gehirn abspielt. Nichts anderes wie im Computer spielt sich im Gehirn der Kollegen ab. Jetzt werden manche denken, Polizeibeamter und Gehirn, aber es ist durchaus möglich. Es spielt sich also derart ab, dass die Kollegen sehr schnell entscheiden, jawohl, das passt in ein gewisses Fahndungsraster. Vielleicht einfaches Beispiel, 18-Jähriger mit vielleicht nicht angepasstem Aussehen fährt 500 der Mercedes, dann überlegt man natürlich schon, also reiche Eltern oder vielleicht doch irgendwie entwendetes Fahrzeug, und dann ist er halt durchaus kontrollwürdig. Die Zahl der Aufgriffe, es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, die Zahl der Aufgriffe, denke ich, gibt uns recht. Wir haben im Jahr bis an die 5000 Festnahmen. Also wir sind ein sehr gut gehendes Beherbergungsunternehmen im Landkreis Berchtesgadener Land.
Nur die räumliche Ausstattung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Und es muss auch alles bezahlt werden. Also Sie sehen, diese Methode funktioniert. Wir machen viele sogenannte Selektivkontrollen, weniger Totalkontrollen. Sehr intensiv werden auch die Reisezüge überprüft. Viele sind der irrigen Annahme, ja, wenn ich was zu verbergen habe, Auto, ein Wagnis, dann fahre ich eben mit dem Zug. Also die größten Fahndungserfolge, da verrate ich auch kein Geheimnis, haben wir in den internationalen Reisezügen erzielt. Was steht uns zur Verfügung? Ich kann das, obwohl es eine öffentliche Veranstaltung ist, ohne Vorbehalte herzeigen. Natürlich eine Vielzahl hochmotorisierter Fahrzeuge. Warum hochmotorisiert? Logisch, dass wir nachfahren können. Auf deutschen Autobahnen gibt es ja keine Geschwindigkeitsbeschränkung und auf österreichischen, wo wir auch nachfahren könnten, durch die vielen Verträge, die mittlerweile existieren, hält sich meist der, der uns vorausfährt, nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Insofern ist es wichtig, gute Autos zu haben. Und hier möchte ich Ihren Fokus auf den Begriff KPC lenken. KPC ist ein Gerät, ich stelle es da noch vor. Ist auch in diesem Basisfahrzeug drin, das möglicherweise ab 9. Juni, wenn in Deutschland die Fußballweltmeisterschaft beginnt, am Grenzübergang steht. Also viele von Ihnen werden vielleicht sogar täglich die Grenze überschreiten. Die werden dann von uns bedient und in diesem Fahrzeug möglicherweise überprüft. Und ein Teil ist eben dieser KPC, das ist, was der Kollege da am Schoß hat. Das ist dieses Gerät, mit dem wir unsere Fahndungsabfragen in Sekundenschnelle durchführen können, wo wir praktisch an alle Systeme angeschlossen sind. Dieses Gerät funktioniert interessanterweise natürlich auch im Ausland, weil es über Handybetrieb geht. Und es kommt durchaus vor, dass die Kollegen meiner Dienststelle am Tarntunnel stehen, mit den österreichischen Kollegen kontrollieren und wir Zugriff auf die deutschen Daten haben. Und das ist auch von sämtlichen Staatsverträgen so gedeckt und gewollt. Ein kurzer Schwenk noch auf die Zusammenarbeit. Sie sehen hier die Bereiche, Traunstein, die Polizeidirektion, wo ich hier bin, der Bereich das Land Salzburg. Es gibt hier sehr enge und intensive Partnerschaft, das denke ich, wird der Kollege Wallner auch bestätigen. Wir machen gemeinsame Übungen, Streifen, aber auch gemeinsame Einsätze. Und es ist keine Seltenheit mehr, dass ein bayerischer Kollege mit einem österreichischen Kollegen auch Streife geht oder beispielsweise, ich bin seit Jahren Leiter vom Chiemsee Reggae Festival, dass österreichische Kollegen da teilnehmen und uns da entsprechend unterstützen. Jetzt sagen Sie wieder, ja, was hat das jetzt alles mit unserem Thema zu tun? Da werden natürlich eine Menge Daten ausgetauscht, auch zwischen Ländern beispielsweise. Es geht sehr unkompliziert, wenngleich die Systeme noch nicht zusammengeschalten sind. Das wird wohl auch nicht kommen. Interessanter Aspekt, vielleicht zur Verdeutlichung, was so läuft, auch mit Datenspeicherung, ist momentan eine Datei, die es in Deutschland gibt, aber auch europaweit, nur nicht wieder zusammengeschlossen. Das ist die Datei Gewalttäter Sport. Natürlich hochaktuell wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, natürlich auch hochaktuell, weil ja dann Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz ist. Und ich bin nochmal gespannt, das vielleicht so als Ausblick, wie weit es gelingen kann, hier die Datensysteme, die Länder beispielsweise in Europa haben, auch im Schengener Informationssystem zu verbinden. Es ist heute eben nicht automatisch so, dass ein ausländischer Einreisender bei uns in dieser Datenbank zum Beispiel gespeichert ist. Das betone ich auch deswegen, weil immer diese Angst, naja, gläserner Bürger, jeder ist überall gespeichert, der Portugiese auch in den deutschen Beständen, das ist mitnichten so. Allerdings aus polizeilicher Sicht, Beispiel eben diese Großveranstaltungen mit jeglicher Bedrohungslage, die man sich vorstellen kann, wäre es durchaus wünschenswert, wenn hier Verknüpfung forciert werden könnte. Ob es ein technisches Problem ist, das weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis, aber mit Sicherheit ist es immer noch ein rechtliches Problem. Ja, das ist ein Blick aus meinem Büro Richtung Salzburg, darum habe ich das gewählt. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ja, für Fragen bin ich aufgeschlossen und sollten wir Leute haben dann im Juni bei der WM, die Grenze überschreiten und Sekundenkleber an den Fingern haben, dann weiß ich, sie waren hierherin und haben den Tipp bekommen. Dankeschön. Ja,
begleiten für diesen Vortrag zum Thema Steuerfahndung und verwandten Sachgebieten, die uns in Bälde alle Unmöglichen mal tangieren werden, auch nicht Sportinteressierte. Ich habe vor, den Herrn Maus jetzt zu bitten, seinen Kurzvortrag zu machen. Zwischendurch haben wir noch Zeit für eine spontane Frage aus dem Publikum. Wenn keine Frage ist, dann bitte darf ich Herrn Maus bitten. Ich möchte mich erstmal entschuldigen für mein zu spät kommen und die Unruhe, die ich hier reingebracht habe. Es hat sich erwiesen, dass das Leben nicht so planbar ist. Eigentlich wollte ich um 16 Uhr hier sein. Hat nicht ganz funktioniert. Ja, das passt jetzt eigentlich sehr gut zu Ihrem Vortrag. Was haben wir für Erfahrungswerte mit dem IT-Schutz kritischer Systeme und kritischer Daten? Das sieht nicht sehr gut aus. Das hat jetzt auch nichts mit Hähnen zu tun. Also ich gehe davon aus, dass die US-Geheimdienste, die britischen Geheimdienste, das BSI oder die großen Kreditkartenherausgeber sicherlich hervorragendes Personal haben und es da nicht unbedingt an Geld und Mitteln fehlt. Trotzdem geht es schief. Und das ist immer so ein Kernproblem aus meiner Sicht der IT. Augenscheinlich haben wir die noch nicht so richtig gut im Griff. Spätestens in der Sekunde, wo Verletzung ins Spiel kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Daten in falsche Hände kommen. Wenn wir jetzt also der Meinung sind, und da werden wir noch nicht mal drüber streiten, dass die Polizei für ihre Aufgaben Daten braucht, dann ist natürlich klar, dass mit zunehmender Vernetzung dieser Daten wir mit Überraschungen der hier gezeigten Art rechnen müssen. Die Frage ist aber, ob Hacker unsere größte Sorge sind. Ich komme also mal wieder zu meinem absoluten Nicht-Lieblingsthema zurück, nämlich der Gesundheitskarte der Deutschen. Ich weiß, dass Sie eine haben, ich verfolge das auch, aber ich will hier keine Eulen nach Athen tragen. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass die Salzburger FH sehr aktiv ist in ihrem Bereich. Wahrscheinlich haben sie ihre Dokumente gelesen. Es lohnt sich also immer, die Originalarchitekturdokumente zu lesen. Oh, schlecht. Das ist sehr schlecht. Das, was ich hervorheben wollte, ist jetzt natürlich genau verdeckt. Tja. Also, Sie können es später vielleicht nachlesen, wo es dann im Original genau steht. Unten sagen die Systemarchitekten selbst, dass selbst dann, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine Primärbedrohung außerordentlich gering ist, sodass das Risiko für den konkreten Geschäftsprozess akzeptabel wäre, dass aufgrund der Sekundärbedrohungen das Schadenspotenzial insgesamt nicht mehr begrenzt werden kann. Wenn man das versucht, in normale Sprache zu übersetzen, dann heißt das etwa Folgendes: Es gibt verschiedene Primärbedrohungen, Stromausfall, das kennen Sie, Ahnung. Aber eine Form der Primärbedrohung wäre natürlich auch der erfolgreiche Hackerangriff. Und die Sekundärbedrohungen sind dann die, die in der veränderten Situation relevant werden. Das könnte also der Ausfall des zweiten Rechenzentrums sein, das kennen Sie, glaube ich, auch. Oder es könnte eben die Ausbreitung der Angreifer im System sein, also sozusagen die horizontale Ausbreitung, das Weiterhängen im Gesamtsystem. Und da sagt man hier in der Architektur etwas locker flockig, das wäre echt nicht gut, weil den Schadensverlauf haben wir nicht mehr unter Kontrolle. Das hat so für mich etwa die Qualität, dass ein Kernkraftwerksbetreiber sagen würde, also wenn jetzt meine einzige Pumpe im Primärkreislauf ausfallen würde, das wäre nicht gut. Das wäre wirklich nicht gut. Und das sind Systeme, die werden, da denkt man drüber nach, die in Betrieb zu nehmen.
An dieser Stelle könnte man also schon mal zum Schluss kommen, dass vielleicht gar nicht die Hacker das primäre Problem sind, die auf Probleme hinweisen, sondern vielleicht eher die Leute, die bereit sind, solche Systeme mit diesen Sicherheitseigenschaften für wirklich kritische Anwendungen in Betrieb zu nehmen. Es kommt aber noch schlimmer. Merkwürdigerweise hat es hier funktioniert. Und zwar ist in den Sicherheitsanforderungen festgeschrieben, dass verschiedene staatliche Institutionen, unter anderem die Krankenkassen und einige andere nicht näher definierte Institutionen, Auswertungen über einen Patienten machen können. Sogenannte periodenübergreifende, das heißt also zeitlich im Prinzip unbeschränkte Auswertungen. Jetzt sagt man, da kann ja nichts passieren, die Daten sind pseudonymisiert. Und hier steht, was für das Pseudonym genommen wird. Geburtsdatum, Geschlecht, Postleitzahl. Zum einen wollen wir mal festhalten, dass das schon mal den öffentlichen Verlautbarungen und auch den internen Sicherheitsanforderungen widerspricht. Es wird nämlich immer gesagt, nur der Patient entscheidet, wer Zugriff hat. Augenscheinlich nicht. Zweitens, die Sicherheit dieser Pseudonymisierung, ich könnte das jetzt länger ausführen, mache ich aber nicht. Die DDR hatte eine sogenannte Personenkennziffer. Diese Personenkennziffer bestand aus Geburtsdatum, Geschlecht, Melderegisternummer. Wenn man jetzt noch weiß, dass in einer ostdeutschen Stadt in der Regel mehr Postleitzahlenbereiche sind, als es Melderegister gab, weiß man, dass diese Nummer hier feiner auflösend ist. Und die Stasi benutzte diese PKZ als Datenbank-Primärschlüssel in ihrer zentralen Personendatenbank, die, das ist wirklich etwas, was Sie mal recherchieren sollten, die offiziell am 01.01.1984 in Betrieb ging. Wir können nachher darüber diskutieren, ob H.G. Welsch George Orwell die Zeitmaschine geliehen hat oder die Stasi Humor hatte. Das ist mir noch etwas unklar. Die Konsequenz eines solchen Pseudonyms ist insbesondere, dass wenn Sie irgendwo zum Beispiel einen Versicherungsantrag stellen oder zum Arbeitgeber gehen, dann hat er ziemlich sicher Ihr Geburtsdatum. Geschlecht wird er in der Regel auch feststellen können. Bei Postleitzahl ist witzigerweise gar nicht klar, welche hier gemeint ist. Ich gehe aber stark davon aus, da die lebenslang sind, dass es die Postleitzahl der ersten Meldeadresse sein wird. Die hat der Arbeitgeber oder der Versicherungsgeber in der Regel auch über ihren Geburtsort. Dann gibt es nicht mehr viel Auswahl, dann kann er sich die schlechten Risiken raussuchen und nicht annehmen. Das halte ich für richtig gefährlich. Das heißt also, hier müssen wir uns schon gar keine Gedanken mehr um Hacker machen. Wir müssen uns an dieser Stelle Gedanken machen um zigtausende von Abfragestellen, wo Sachbearbeiter legal das Recht haben, solche Abfragen zu machen und natürlich auf die Idee kommen könnten, mit diesen Daten, wir werden nachher eine Idee kriegen, wie viel diese Daten wert sein könnten, mit diesen Daten einen einträglichen Nebenerwerb nachzugehen, womit sie dann wieder ihre Kunden werden, wenn wir sie erwischen. So. Die britische Regierung erwägte beispielsweise den Verkauf der persönlichen Daten. Das ist im Kontext von diesem elektronischen Ausweis zu sehen. Die europäischen Regierungen stellen gerade fest, dass der ein klein bisschen teurer wird als ursprünglich erwartet. Jetzt muss man ja irgendwie über eine Refinanzierung nachdenken. In diesem Fall, indem man eben die persönlichen Daten der 44 Millionen Briten an interessierte Kreise, also da steht Unternehmen, ich sage aber jetzt mal Kreise, verkauft. Und da hat man offensichtlich sehr genau den Wert kalkuliert, denn man geht davon aus, dass der einzelne Datensatz 1130 Euro wert sein könnte. Als ich mit Ärzten darüber diskutiert habe, was Gesundheitsdaten wert sind, sagten mir die 1000 bis 3000 Euro. Das habe ich denen so nicht glauben wollen, deswegen habe ich offiziell immer mit niedrigeren Zahlen operiert.
Wenn man jetzt diese Zahlen hier, also wenn man mal davon ausgeht, jetzt sind es wirklich diese 1000 bis 2000, was mir danach hochplausibel erscheint, wenn man das auf Ihre Gesundheitskarten umlegt, weil es reicht ja schon, wenn ich die Verordnungshistorie von einem Patienten habe, also weiß, welche Medikamente er kriegt, in welchen Zusammensetzungen, weiß ich, welche Krankheiten er hat, dann reden wir bei Ihnen mit etwa 8 Millionen Bürgern, die betroffen sind, auch schon mal über 8 bis 24 Milliarden Euro wert im System. Und in Deutschland reden wir halt an dieser Stelle dann mal locker von 80 bis 120 Milliarden Euro. Und ich denke, dass die beiden Herren von der Polizei bestätigen werden, dass solche Wertdichten ihren besonders unangenehmen Kunden anlocken. Und wir haben gesehen, jetzt auch gerade in Großbritannien, wie schwierig es ist, nur 78 Millionen Euro für sich zu schützen. Und das ist etwas, wo wir mehrere hundert Jahre Erfahrung haben. Oder in Deutschland ist die Firma Heros, ja, 300 Millionen Euro. Über die sollte man eigentlich mehr berichten, die haben in größeren Kuh gelandet. Also wir kriegen es schon physikalisch nicht hin. Und nach meiner eingehenden Folie bin ich leicht skeptisch, ob wir es virtuell hinkriegen. Also offen gestanden nicht nur leicht skeptisch. Naja, aber die Briten befinden sich also in allerbester Gesellschaft. Auf analoge Ideen kommt auch das deutsche Bundesinnenministerium. Der Artikel ist natürlich viel länger. Der entscheidende Punkt ist, also die kommen auf exakt die gleiche Idee. Inzwischen sind sie da auch schon wieder zusammen zurückgeholt und das war mal nur so ein Gedankenspiel. Da muss ich dann aber doch mal eine Frage stellen. Wir brauchen also Biometriedaten in Pässen zur Terrorismusbekämpfung. Wir ignorieren mal ganz kurz, dass es viele gute Gründe gibt, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Insbesondere, wie Sie schon korrekt sagten, Ihre Kunden, deswegen sind es ja Ihre Kunden, haben die unangenehme Eigenart, sich nicht unbedingt an Gesetze zu halten. Und Biometrie funktioniert also höchstens mit Leuten, die kooperieren. Und das würde ich jetzt bei Terroristen im Regelfall eher nicht erwarten. Aber wir haben dann auch noch das Problem, wir haben eine sehr große Unschärfe bei Biometrie. Biometrie basiert ja auf der Grundannahme, dass niemand seinen Körper ändern kann. Leider hat man an dieser Stelle das Bio vergessen. Der Körper ändert sich selbst, dauernd, kontinuierlich. Wir kriegen also immer nur unscharfe Sensorauslesungen. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir die echten Leute einfach sehr oft nicht erkennen und zurückweisen. Dann können wir Fälschungen sehr gut erkennen oder wir sagen, nein, wir wollen auf jeden Fall, dass die echten Leute keine großen Probleme haben. Dann sind wir aber leider sehr anfällig für Fälschungen und auch nur für ähnliche biometrische Daten. Und schließlich haben wir das Problem, das werden Sie auch bestätigen können, da haben wir jetzt den Fingerabdruck des Herrn, da hinten haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Fingerabdruck, aber das hast du sicherlich alles schon. Noch nicht, okay. Meine Stimme haben Sie, spätestens ab dem Moment, wo Iris-Scanner gängig sind, werde ich meinen Iris überall hinterlassen. Also wir verteilen die munter in der Gegend und jetzt verkaufen wir sie auch noch. Wer könnte denn an Biometriedaten interessiert sein? Und ist das wirklich eine gute Idee? Denn es ist, und zwar haben wir es jetzt für den Fingerabdruck gemacht, aber das ist bei allen Biometrieformen möglich. Die einzige, die vielleicht einigermaßen resistent dagegen ist, ist die Unterschrift, weil die Unterschrift etwas Dynamisches ist. Die können Sie nicht mit einer statischen Fälschung hinkriegen. Ja, etwas schwieriger als hier. Auch nicht. Gut, darfst du gleich gern. Also was man hier sehr schön sieht, Fingerabdruck auf einem Glas oder einer Flasche sichtbar machen, fotografieren, schön sauber nachbearbeiten. Ausdrucken, genau, also das sind, wir haben den absoluten Experten hier, ja, der kann das viel besser erklären, als ich das machen kann.
Er macht eine Masse darüber. Diese Masse klebt er sich dann auf den Finger. Und die ist also sehr gut geeignet, Fingerprint-Scanner zu täuschen. Und jetzt würde also der Verkauf der Biometriedaten schlicht und ergreifend bedeuten, dass ein Angreifer Schritt 1, 2 und 3 nicht mehr machen muss. Der kann die sich nämlich en cross kaufen, steigt da unten bei Schritt 3 ein. Und weil er jetzt so eine gute Datenlage hat, lohnt es sich auch, diesen Prozess zu industrialisieren. Ja? Da gibt es ganz andere. Ja, ja, natürlich. Die sind in hervorragender Qualität und da gibt es ja auch diese 3D-Printer, ja, also mit diesem Kunststoff, den man so UV aushärtet. Es gibt die geeignete Technologie und wie gesagt, wenn ich die Daten in Masse in guter Qualität habe, dann lohnt es sich darüber nachzudenken, diesen Vorgang zu automatisieren. Und daher ist mein Fazit, wir müssen eigentlich mal darüber diskutieren, ob wir IT-Sicherheit beherrschen. Also im Moment nicht, meine Meinung. Wir müssen noch mal darüber reden, ob wir es überhaupt jemals sinnvoll hinkriegen werden. Wir können beobachten, dass bei solchen Großprojekten IT-Sicherheit nicht als Erfolgsfaktor verstanden wird und auch nicht als Projektrisiko gesehen wird. Wir können, da brauchen wir gar nicht in die IT zu gehen, da brauchen wir uns nur die Handhabung der Vogelgrippe anzuschauen. Wir können eine fatale Tendenz feststellen, dass wir uns um Katastrophen erst kümmern, wenn sie uns so in den Hintern beißen, dass das Blut spritzt. Wir schaffen mit diesen Systemen ganz erhebliche Datenwerte und ganz erhebliche Begehrlichkeiten, sowohl auf Seiten staatlicher Organe als auch auf Seiten der Gegner, die wir eigentlich gerade versuchen in den Griff zu kriegen. Und ich muss auch sagen, das ist so immer meine Grundhaltung. Natürlich müssen wir Kriminellen Einhalt gebieten, aber es kann nicht angehen, dass wir wegen einiger Idioten allen zur Last leben. Also vielleicht müssen wir auch einfach ein bisschen intelligenter darüber nachdenken, wie wir die Probleme angehen. Und letztlich bin ich vor allem der Meinung, dass in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft der Bürger den Staat kontrollieren sollte und nicht umgekehrt. Zumindest mal vorwiegend der Bürger den Staat. Ja, ich danke. Danke, Herr Maus, für diesen recht klaren Vortrag. Ich habe vorhin in der Eile des Geschehens vergessen, Herrn Maus vorzustellen. Er ist seit 1993 tätig im Bereich der IT-Sicherheit und hat eben sein eigenes Unternehmen in Karlsruhe, wo er sich beschäftigt mit dem Aufbau von großen heterogenen Anwendungskomplexen, aber auch sich beschäftigt mit der Planung und dem Monitoring von Sicherheitskonzepten für größere Handelsräume, Handelsplattformen. Und er ist auch aktiv im Bereich des Trainings von internationalen Polizeikräften zu Themen Cyberkriminalität. Das war die Kurzvorstellung. Kurz auch bitte eventuell eine Saalfrage ad hoc. Nicht. Wir haben nachher noch ausreichend Gelegenheit zu diskutieren. Ich darf Sie jetzt dann bitte unseren nächsten Vortrag bitten um das Kurzreferat. Herr Zeger, bitte. Ja, dann darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen, sehr geehrte Damen und Herren. Nach so vielen hochkarätigen Vorträgen ist es natürlich schwer, als Abschlussredner noch Geistvolles beizutragen. Ich möchte mich auch für die Einladung bedanken. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, ich bin hier als Obmann des Vereins AG Daten. Wir haben auch dann, glaube ich, beim Buffet Prospekt aufgelegt, dass Sie sich mit nach Hause nehmen können. Ich habe mir gedacht,
ich bringe ein bisschen was Grundsätzliches jetzt zu dem Ganzen. Also ich glaube nicht, dass es viel Sinn machen würde, noch einmal Biometrieprobleme einzugehen. Viele werden es vielleicht gemerkt haben, bei der schönen neuen Polizeiwelt, die wir gehört haben, habe ich sehr heftig geschrieben. Ich werde vielleicht in der Diskussion dann doch bei ein paar Zahlen ins rechte Licht rücken. Wie ich also den Titel dieser Veranstaltung gehört habe, Illusion der Anonymität, ist mir natürlich sofort der dialektische Gegensatz dazu eingefallen, also Illusion der Identifikation. Und ich glaube, die Vorredner haben das auch sehr deutlich schon gemacht, dass wir eigentlich hier zwischen zwei illusionären Gedankengebäuden mehr oder minder stark pendeln. Ich meine, die Idee der Anonymität selbst ist ja eigentlich ein ziemlich junges Phänomen. Wir haben also überhaupt die Idee, sozusagen bei einer Privatsphäre, also hier nicht erkannt zu sein, geht auf einen Artikel aus dem Jahr 1888 zurück, The Right to be Alone. Ich habe jetzt leider den Autor nicht im Kopf. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich um ein zeitgeschichtlich sehr, sehr kurzes und neues Phänomen. Insgesamt, früher war die Anonymität eher so etwas ganz Allgemeines. Anonym waren die anderen, also die Barbaren, die Untermenschen, irgendwelche sozusagen Fremde, die eigentlich gar keine Menschen waren. Also in vielen Sprachen gibt es ja für das eigene Volk immer den Begriff, der Mensch bedeutet und der Rest nicht Mensch. Anonymität ist insgesamt auch negativ konnotiert. Also wer sagt, er möchte anonym sein, wird er sofort, also, dem wird unterstellt, er hätte etwas zu verbergen. Also, das haben wir heute auch schon gehört. Dieses Konzept eigentlich der Anonymie, also der Identifikation, ja, die sozusagen den Gegenpol dazu stellt, ist genauso, also ist eigentlich auch ein völlig neues. Also früher war auch die Identifikationsfrage kein Thema. Also Mensch, diese Idee, Menschen so wie jetzt sozusagen ein für alle Mal weltweit global so über ganz bestimmte Merkmale eindeutig und für immer irgendwie identifizierbar zu machen, ist eben genauso ein neues Phänomen. Wir haben in der Vergangenheit immer Identifikation in einem Bezugsrahmen gesehen. Denken Sie etwa, ich weiß nicht wie viele Damen oder Herren hier Müller heißen im Raum oder Bauer oder Schneider oder ähnliches. Das sind alles Namen, die letztlich entstanden sind aus Berufsbezeichnungen. Auch mein Name Zeger, also das kommt von Eger, habe ich mich auch aufklären lassen. Und das sind also eine bestimmte Form der Feldbearbeitung steckt da drinnen. Das heißt, Identifikation wurde früher immer zweckbezogen gemacht und hat sich auf einen ganz bestimmten Konnex und Kontext bezogen. Das hat auch für das Zusammenleben ausgereicht. Ja, also man hat sozusagen den Huberbauern zugeordnet oder eben auch in den Städten, den Zünften, hat man also hier die Leute sehr gut zuordnen und identifizieren können. Das war auch sinnvoll, weil der Mensch insgesamt ja ein Rollenwesen ist. Wir sind ja, Sie nehmen im Laufe eines Tages, eines Jahres, eines Lebensabschnittes, Ihres ganzen Lebens, eine Fülle von verschiedenen Rollen ein, in denen Sie sich auch ganz unterschiedlich identifizieren, wo Sie auch eine ganz unterschiedliche Identität entwickeln. Also wenn Sie hier sitzen, verhalten Sie sich sozusagen als mehr oder minder aufmerksamer Zuhörer. Wenn Sie im Büro arbeiten, vielleicht hier eine gewisse Leitungsfunktion haben, werden Sie in einer Art und Weise agieren, mit der Sie zu Hause hoffentlich nicht mit Ihren Kindern agieren. Ja, das heißt, Sie holen sozusagen hier verschiedene Bereiche, entwickeln Sie Ihr eigenes Leben, Ihre eigene Identität. Vor 20 Jahren, ja, ein bisschen mehr sogar, hat die Universität Linz eine Studie gemacht über Kontrolle und Anpassung und hat eben auch hier gezeigt, dass eben Studenten auf Kontrollzwang mit bestimmten Anpassungsfunktionen agieren und dass es hier die Menschen ihr Wesen, ihr Verhalten verändern.
Ich meine, wenn im üblichen menschlichen Zusammenleben ist eben ein Identifikationsprozess zweckgebunden und lokal orientiert. Denken Sie zum Beispiel jetzt an einen männlichen, männlich, mit etwa einem Alter von 25 Jahren, trägt keine Brille, hat also einen kräftigen Körperbau, vielleicht 90 Kilo schwer, 1,80 groß, hohe Stirn, blonde Haare, kurzgeschnittene Haare, vielleicht mit einem Ski- oder Norwegerpulli, rot, weiß, weißen spitzen Kragen, breiten Kopf, größeren Kopf eigentlich, mit einer ziemlich, auf einem ziemlich starken Halsansatz, weißes T-Shirt, Ring am rechten Ringfinger und in einer beigefarbenen Hose. Wenn Sie sich jetzt ein bisschen so beobachten, werden Sie vielleicht die Person identifizieren. Ja, weil ich habe versucht, hier einen im Haus, im Raum zu beschreiben. Mit derselben Identifikation oder mit denselben Informationen werden Sie wahrscheinlich in einem anderen Zusammenhang eigentlich nicht zurechtkommen. Es ist zu wenig. Für uns wäre es aber ausreichend. Ja? Und dieses Spannungsverhältnis wird eigentlich viel zu wenig reflektiert. Wir haben heute sozusagen die Idee, Identifizierung, Identität von Personen auf bestimmte Datenelemente zu reduzieren. Ja? Mit einer Reihe technischer Probleme und Implikationen, das wurde ja sehr deutlich schon ausgeführt. Ich möchte aber ein bisschen den Gedanken noch weiter spinnen. Ja? Stellen wir uns einmal eine Welt vor, in der das wirklich funktionieren würde. In der wir wirklich identifiziert sind. Ja? Das Wort Überwachen wird ja heutzutage gar nicht mehr gerne in den Mund genommen. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Ja? Früher hat man ja auch sozusagen auch nicht gesagt, man ist verdammt. Also man sagt auch heute nicht mehr, man ist verdrahtet oder so, sondern man sagt, man ist verletzt. Heute sagt man immer noch, man wird überwacht, sondern man wird identifiziert. Ja? In Wirklichkeit ist aber, steckt mir wirklich dasselbe dahinter. Stellen Sie sich so eine Welt vor, in der wirklich jeder von uns vollständig identifiziert ist. Ja? Wir hätten also hier eine ganze Reihe von enormen gesellschaftlichen, sozialen, psychologischen Auswirkungen. Wir hätten eine enorme Einengung letztlich unserer persönlichen Lebensgestaltung. Zum Beispiel politische Beteiligung würde in einem sehr, sehr hohen Maß in Frage gestellt werden. Ja? Viele Menschen würden sich zum Beispiel bei politischen Prozessen, sei das etwa eine Demonstration, sei das eine Versammlung, gar nicht mehr teilnehmen, wenn sie wüssten, dass diese Information sicher, gar nicht unsicher, sondern sicher Ihnen zugeordnet wird. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wer von Ihnen würde vielleicht heute gar nicht teilnehmen, wenn sozusagen er wüsste, dass er hier sicher identifiziert wird, dass diese Teilnahme sozusagen aufgezeichnet werden kann. Ja? Ich komme noch, da gibt es jemanden vom Chaos Computer Club, dann gibt es noch so einen komischen Datenschützer aus Wien und so. Mit solchen Leuten gemeinsam in einem Raum gewesen sein, wer weiß, ob das in 30 Jahren noch opportun war. Das heißt, wir haben hier ein weiteres Problem. Denken Sie etwa an Freundschaften, denken Sie an die Arbeitswelt. Ja? Wenn sozusagen wenn hier Sie rechnen müssten, dass Sie vollständig identifiziert sind. Ja? Ich postuliere das jetzt einmal so, es würde unser gesellschaftliches Zusammenleben einfach zusammenbrechen. Wir leben davon, nur lokal identifiziert zu werden. Denken Sie, schlüpfen Sie in die Rolle als Konsument. Ja? Sie gehen in ein Geschäft und der Verkäufer weiß schon, Sie sind Villenbesitzer, haben in ihrer Garage drei Rolls Royce stehen, ja, haben ein monatliches Einkommen jenseits von 100.000 Euro. Super, er wird sicher sofort Ihre Bedürfnisse von Ihren Augen ablesen. Ja. Denken Sie aber auch daran, Sie sind gerade arbeitslos auf Zimmer Küche und Sie wurden schon fünfmal beim Schwarzfahren erwischt. Wir haben solche Beispiele, also das ist jetzt nicht wirklich Utopie, sondern
Wir haben solche Beispiele aus England schon berichtet bekommen, wo es dann Leute in Hotlines zum Beispiel, die sind da angerufen haben, sowas, also man hat ein Produkt und das funktioniert nicht, soll ja ab und zu vorkommen. Und dass die dann eben aufgrund ihres Anrufortes, also woher sie anrufen, ja, von ihrer quasi aus einer guten Wohngegend oder aus einer schlechten Wohngegend, in ganz unterschiedliche Queues der Hotlines kommen. Und der aus der schlechten Gegend verreckt schlicht und einfach da drin, wird im Kreis geleitet von einer Warteschleife zur anderen. Diese CRM-Systeme können das, ja, offiziell tut es natürlich niemand. Ja. Das heißt, schon alleine an diesen wenigen Punkten sehen wir eine Welt, in der sie vollständig identifiziert würden, würde in sich zusammenbringen. Sie sagen, sowas gibt es aber gar nicht. Wir haben das heute auch schon gehört, da gibt es doch die bösen Datenschützer, die überhaupt verlangen, dass immer alles gelöscht wird, nicht so lange aufgehoben wird und dann gibt es ein Datenschutzgesetz, das uns davor schützt. Leider nein. Ja? Ich könnte jetzt da tagelang, ja, ich wäre dann sicher der Letzte, der hier drinnen steht, über die verschiedensten Probleme und Lücken des österreichischen und auch des EU-weiten Datenschutzes erzählen. Nein, es funktioniert nicht. Sie sagen vielleicht, na gut, es funktioniert nicht, aber trotzdem, die Welt ist nicht so böse. Ja? Wir leben leider schon mittendrin. Also eine unserer Hauptarbeiten besteht schlicht und einfach darin, Leuten irgendwie eine Unterstützung zu geben, soweit es halt in kleinem Rahmen möglich ist, die zum Beispiel im Rahmen von Konsumentengeschäften eben an dubiosen Bonitätsauskünften, die in ihrer Identität angehängt werden, scheitern. Ja? Und das geht also oft also ins Absurde, welche Informationen hier womit miteinander verknüpft werden. Die weiteren Gefahren sind schon gebracht worden. Ja? Vielleicht Fehler im Identifikationsprozess, falsche Zuordnungen, falsche Erkennung, Missbrauch von Daten, sowohl gesetzlich sozusagen entwickelt. Ich habe ein bisschen lachen müssen über diesen geplanten Datenverkauf. Ja, die Österreicher sind da natürlich viel fortschrittlicher als die Deutschen oder die Briten. Wir haben schon also den staatlich organisierten Bürgerdatenverkauf. 1000 Euro verlangen sie nicht bei uns. Ich halte das auch ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Bei uns kostet der ein Datensatz über einen Bürger 3 Euro, aber es steht auch nicht sehr viel drinnen, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist aber ein boomendes Geschäft, das ein bisschen lahmt seit eineinhalb Jahren. Wir heften uns jetzt ein bisschen auf unsere Fahne, dass es mittlerweile etwas lahmer geworden ist. Der gesetzlich Angeordnete, der individuell verursachte ist und der Missbrauch sozusagen durch einzelne innere Täter zum Beispiel. Auch wir haben ja in Österreich diese neue Reisepässe. Ich habe mir das Sicherheitskonzept im Rahmen meiner Tätigkeit als Datenschutzrat erläutern lassen. Wir sind also in eine Fülle von lukrativen Nebenjobs von Polizeibeamten gleich aufgefallen und man sollte vielleicht nicht unerwähnt. Werden aufgezeichnet. Ja, macht nichts, keine Ahnung. Von möglichen Nebenjobs natürlich, die Pässe gibt es nicht. Man soll vielleicht nicht unerwähnt lassen, dass doch jährlich einige Polizeibeamte wegen derartiger Vergehen in Österreich vor Gericht stehen. Aber die größte Gefahr, wurde auch schon kurz angedeutet, ist natürlich der Identitätsdiebstahl. Ne? Das heißt, die Möglichkeit, hier mit Identitäten zu handeln und unter fremder Identität zu agieren. Das heißt, und jetzt komme ich zum Schluss, damit ich neige dazu ein bisschen immer zu überziehen, wohin gehen wir, was wollen wir eigentlich, in welche Richtung soll es gehen? Ich glaube nicht, dass wir sozusagen in einen zünftischen Bauernstaat wieder zurückkommen können, so eine Feudalstruktur, wo eben jeder irgendwie kennt und wir schaffen die gesamte IT ab, aber vielleicht wäre es sinnvoll, ein wenig mehr Bescheidenheit an den Tag zu legen. Vielleicht sollten wir uns wirklich im Klaren werden, diese Idee der einmaligen, für ewige Zeiten und jeden Menschen sicher identifizierenden sozusagen Daten, des Datensatzes, ja, mit dem ich quasi jeden Menschen dann immer und überall hin tracken kann, dass wir die eigentlich abschreiben müssen.
Ja, abschreiben müssen aus rechtlichen Gründen, aus moralischen Gründen, aus technischen Gründen, aus gesellschaftspolitischen Gründen, aus vielen, vielen Gründen. Und wir sollten uns Gedanken machen, wie wir diese Balance zwischen Identität und Anonymität wieder herstellen. Ja, wir haben Möglichkeiten, sozusagen ganz bewusst zu sagen, okay, wir akzeptieren eben, dass Menschen Menschen sind und nicht Computer. Sie denken auch nicht wie Computer, sondern wie Menschen. Ja, muss ich Sie ein bisschen widersprechen. Und wir akzeptieren eben, dass die Menschen in verschiedenen Lebenszusammenhängen verschiedene Identitäten haben. Dass wir hier sozusagen nicht maßlos werden in der Identifikation der Menschen. Wir machen immer wieder Aussendungen zu Sachen wie Videoüberwachung und solche Sachen. Und das äußern wir uns ja oft recht kritisch. Wir werden aber auch von manchen Firmen gefragt, na, wie stellt ihr euch das vor, wie wir das organisieren? Ja, und da versuchen wir dann auch immer Modelle und Beispiele zu bringen, wie man so etwas organisieren kann. Dass man zum Beispiel sagt, okay, etwa bei einer Videoüberwachung, eine gefährliche Stelle überwachen wir. Da bin ich dafür bei Ihnen. Aber zum Beispiel ein Wartesaal etwa in einem Bahnhof, den überwachen wir nicht. Das ist eine Ruhestelle, in der jemand eben ausruhen möchte von was auch immer. Ja, er wartet auf dem Zug oder er wartet, dass jemand abholt und ähnliches. Das heißt, wenn wir lernen würden, ja, dieses Identitätsbusiness bescheidener anzugehen und uns auf die Dinge zu konzentrieren, die eben für eine Sache notwendig sind, würden wir sehr viel weiterkommen. Und eins ist ganz sicher, ja, egal wie gut wir die Leute identifizieren und zuordnen und überwachen, wir werden aus den Menschen keinen Heiligen machen und wir werden immer Kriminelle finden, die Wege finden, das alles zu umgehen. Und damit bin ich jetzt am Ende. Für den Impulsbeitrag. Ich glaube, wir haben jetzt im ganzen Publikum genug Impuls und Energie, um einige gerichtete Fragen zu stellen. Bitte. Frage zur 3 Euro. Ja, das ist die Melderegisterabfrage. Also die Meldedaten können also abgefragt werden vom Privaten. Das macht eine sogenannte Business Unit. Ja, also so Neudeutsch im Innenministerium. Nur den aktuellen Hauptwohnsitz. Und auch nicht, also es ist auch so, dass es nicht jeder jetzt machen darf, es ist bestimmten Beschränkungen unterworfen. Es war eine Zeit lang so, dass man aber nicht sehr, dass man eben stöbern konnte. Mittlerweile hat man das also ein bisschen eingeschränkt aufgrund einiger Kritik. Ich hätte eine Frage an Herrn Wallner. Und zwar, glauben Sie, dass das gesellschaftliche Leben zusammenbrechen würde, wie es der Herr Zegel formuliert hat, wenn wir jetzt massiv überwachen? Es ist vielleicht dazu zu sagen, massive Überwachung, was ist das? Der Herr Zegel hat es vorhin angesprochen, ein Thema, wo ich ganz kurz vielleicht 5 Worte dazu sagen möchte. Identifizieren und überwachen. Wenn der Herr Zegel bei der Haustüre beim Spion durchschaut, weil draußen jemand läutet, so ist das wahrscheinlich Identifizieren der Person, die draußen vor der Tür Einlass begehrt, aber mit Sicherheit keine Überwachung. Also es ist sehr wohl ein kleiner Unterschied zwischen Überwachung und Identifizierung. Eine globale Überwachung in einem freiheitlichen Staat ist niemand gedient und ist auch niemand daran interessiert, am allerwenigsten die Exekutive. Die Exekutive ist, oder wir sind der verlängerte Arm der Gerichtsbarkeit. Das Gericht ist daran interessiert, Täter dingfest zu machen, Täter zu identifizieren und dingfest zu machen. Eine Überwachung, es war da ein gutes Beispiel im Bereich Bahnhof und Wartesaal. Was hilft eine Überwachung in einem Bahnhofsbereich, in einem Durchgangsbereich, wo keine Deliktsanhäufungen sind, sei es jetzt, bei Beispiel, ein Taschendiebstahl
organisierter Taschendiebstahl, aber sehr wohl im Wartesaal eines Bahnhofes, wo Personen schlafen, wo entsprechend Täter agieren und dort Geldbörsen, Kreditkarten rechtswidrig sich aneignen. Das heißt, die Exekutive versucht herauszufinden, wo agieren Täter massiert, wie es der Kollege im Bereich der Schleierfahndung ganz gut angeschnitten hat, und wie kann man dagegen am besten ankämpfen unter Ausnutzung der Ressourcen, und da sind wir wieder einen ähnlichen Bereich im Bereich der Sicherheit und der Anonymität. Das ist ein Ganze, ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich kann jetzt mit riesengroßen Bergen Moskitos bekämpfen. Ich kann nicht einen ganzen Untersberg werfen, um eine Insekte zu töten. Macht keinen Sinn, sondern das Ganze soll auch finanzierbar bleiben. Gerade in unserem Bereich, wir kämpfen da massiv, weil es ist sehr kostenintensiv, derartige Aktivitäten. Und das wird auch sehr restriktiv gehandhabt. Also die komplette... Ihr Vorschlag. Ja. Mit Schonung, möglichst der Schonung der Betroffenen zu betonen. Aus dem Publikum sind doch ad hoc aus dem Podium einige Kommentare. Da wir vielleicht das Publikum in dem Fall bevorzugen, Sie haben schon relativ viel Zeit gehabt. Bitte. Ich würde gerne einen ganz konkreten Fall sozusagen mir vorstellen und dann Sie um Ihre Kommentare bitten. Einer von uns möchte nach Amerika eine Urlaubsreise machen, wird dort also identifiziert. Es passiert eine falsche Übereinstimmung mit irgendeinem Datensatz und als nächstes wandert man dann in die amerikanische Gerichtsbarkeit, die uns wahrscheinlich rollen wie ein Dorn im Auge sein dürfte, als Europäer. So etwas ist in meiner Vorstellung durchaus eine mögliche Konsequenz aus den Dingen, die uns erwachsen, die da jetzt auch vielfach also skizziert wurden, eine mögliche Konsequenz. Warum? Weil man landläufig sozusagen der Meinung ist, die Technik würde doch keinen Fehler zulassen, und daraus an höherer Stelle, und das unterstelle ich jetzt sozusagen in der Frage, die Konsequenz zieht, dass das dann ein Beweismittel ist. Und das macht es dann immer sehr schwierig für den Einzelnen, der natürlich überhaupt keine Ahnung hat, welche Daten noch mit seinem Fingerprint verknüpft sind, dann da wieder herauszukommen. Man könnte die Frage vielleicht sehr einfach anders stellen. Wie wird sichergestellt, dass ich als Bürger, bevor mich die amerikanische Justiz mit irgendwelchen Daten verbindet, selber überprüfen kann, mit welchen sie mich verbinden würde? Ganz die zweite Frage, bitte. Ich möchte, ich möchte das schon einschränken, was Sie gesagt haben, also so Bescheid zwischen Überwachung und Identifikation. Jede Identifikation ist eine potenzielle Überwachung. Eine potenzielle Überwachung ist eine potenzielle Einschränkung von Freiheit. Was meine ich denn? Nehmen wir ein Beispiel. Es wird schmunzelnd erzählt, dass Kopf in Zukunft im 4., 5. Stock gebaut werden. Warum? Weil wenn jemand sich bewegt, mit dem Handy unterwegs ist, dann kann er lokalisiert werden, auf der Ebene. Mich jedoch auch im 5., 4. oder 3. Stock sich aufhält. Also wenn das eine Praxis, wo Massagesalons, Ärzte und so weiter im 5. Stock ist, dann würde das funktionieren. Wenn ich aber weiß, dass ich potenziell überwacht werden kann, dann gehe ich gar nicht erst in den Puff. Da wird man also Freiheit entzogen. Ich wähle bewusst dieses Beispiel, weil das ist ja ein... Wer antwortet auf diese sehr lebensfreie Frage? Also erstmal, wenn Sie in die Fänge der amerikanischen Justiz kommen, haben Sie ja noch Glück. Vielleicht gewinnen Sie ja auch einen Freiflug nach Guantanamo. Und natürlich gibt es Datenfehler. Es gibt aber vor allem auch Datenmobbing. Das heißt, es könnte Ihnen jemand, der die entsprechenden Möglichkeiten hat, auch bewusst schaden wollen. Und er könnte Ihnen eventuell gegen Bezahlung diesen Falscheintrag gezielt legen. Und er kann sich immer rausreden, Sie werden dieser Art der Kriminalität kaum nachweisen können. Er kann sich immer auf einen Tippfehler rausreden. Bitte.
Ja, ich möchte vielleicht auf Ihr Beispiel und Ihr Beispiel eben dann eingehen. Ich meine, weil Sie das eben mit dem Türspion gebracht haben, genau das ist ja der Unterschied, von dem ich gesprochen habe. Ja, in diesen, wenn ich eine Person sozusagen an meiner Tür für mich privat identifiziere, bleibt das hier lokal. Manche werden sich vielleicht gewundern, warum ich die ganze Zeit hier Fotos gemacht habe. Ne? Wenn ich sie hier anschaue und mir sozusagen das eine oder andere Gesicht merke, ich tue mir ziemlich schwer, aber ein paar merke ich mir schon, dann ist das eben etwas, was ich für mich persönlich wahrgenommen habe. Ich kann dann nachher zu Hause zeichnen und irgendwas aufschreiben, aber es ist ein relativ grobes Abbild. Die Fotos, die ich da gemacht habe, ich darf sie nicht verwenden. Ja? Aber Sie müssen mir ab jetzt glauben, dass ich das nicht tue. Ne? Das, verstehen Sie das? Und genau dort sind wir. Genau in dieser Situation sind wir. Ja? Ich habe hier, wir sind so weit, dass immer mehr und mehr automatisiert aufgezeichnet wird. Denken Sie etwa am Arbeitsplatz, jetzt derzeit ist gerade in Österreich das Thema Section Control der Fall, also wo es einen Verfassungsjuristen gibt, auch der ganz ähnlich wie wir schon vor 2 Jahren argumentiert haben, dass dieses Aufzeichnen von Unbescholtenen, die da fahren, eben eine Identifikation und damit Überwachung ist, die eben nicht gesetzlich gedeckt ist, verfassungsrechtlich in Österreich. Ja, in Deutschland, glaube ich, wäre sowas überhaupt unvorstellbar, sowas zu machen, aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Das heißt, auch die Gerichte haben mittlerweile auch darauf reagiert. Auch die Gerichte unterscheiden sehr, sehr scharf zwischen einer kontextbezogenen, sozusagen notwendigen Überwachung oder Identifikation und einer automatisierten. Also es gibt zum Beispiel im Bereich der Arbeitswelt so ein Gerichtsurteil, das eben gesagt wird, ja, es ist zulässig, dass der Arbeitgeber schaut, ob seine Mitarbeiter alle da sind und ob sie was arbeiten. Das ist eine Aufgabe des Arbeitgebers. Ist nicht angenehm, aber so ist es. Ja? Und dazu muss man auch als Arbeitgeber stehen letztlich. Aber es macht einen Unterschied, wenn er automatisiert Aufzeichnungen macht, die eben dann eben, da ging es um Telefondatenaufzeichnungen, aber es wäre auch bei E-Mail-Daten oder Ähnliches das Gleiche, wo er dann sozusagen Auswertungen machen kann und Spekulationen, so steht es auch wirklich im Gerichtsurteil, darüber machen kann, wie über die Häufigkeit etwa privater Telefonate, wie es eben dieser Person geht. In unserer Gesellschaft wird immer mehr und mehr automatisiert aufgezeichnet, womit ich dann eben automatisierte Auswertungen machen kann. Und es ist schlicht und einfach jeder automatisierte Identifikationsprozess gleichzeitig eine Überwachungsmaßnahme. Wenn ich das Handy orte, ja, dann habe ich es nicht nur identifiziert, sondern ich weiß natürlich auch, dass eben der Handybesitzer dort war. Und wenn ich den sehe im Stiegenhaus, kann es vielleicht peinlich sein, wenn das ein Bekannter ist und man weiß, dass man eh glücklich verheiratet ist. Aber es ist eine lokale Sache, es gehört zu unserem Leben dazu. Ja, das ist das Risiko. Wenn ich aber automatisiert das mache, dann weiß niemand mehr, was damit passiert. So wie Sie es da sich darauf verlassen müssen, bis in Ihr Lebensende, dass da nichts Böses damit passiert. Man kann eh nichts damit machen, aber Sie müssen sich jetzt verlassen drauf. Oder Ihnen Klage androhen. Bitte? Oder Klage androhen. Ja, nützt dir nichts. Ja, ich hatte vorher gestellt die Frage, ob unser gesellschaftliches Leben zusammenbrechen wird. Das auch aus Herrn Kirchleitner zur Kommentierung weitergeben. Glauben Sie, dass das Leben zusammenbrechen wird, wenn so intensiv überwacht wird? Ja, das ist eine Frage, die für einen Polizeibeamten schwer zu beantworten ist, ganz klar. Aber eher für eine andere Sache, auf die mich sehr nachdenklich macht, dass bei 3 der Redner hier am Podium für meinen Eindruck, ganz subjektiv natürlich, ein riesen Misstrauen zu spüren ist. Misstrauen, das ja auch von einem Vorredner angesprochen worden ist mit der Kamera. Es ist halt die grundsätzliche Frage, wie weit kann ich vertrauen und wie weit hat der Bürger Vertrauen zu dem Staat, in dem er lebt, insbesondere wenn es ein freiheitlicher Staat ist. Natürlich gibt es viele Gründe zu misstrauen, ich sehe es ja auch an der Reaktion von meinem Nebenmann, aber
Für mich stellt sich so manche Frage nicht, die hier diskutiert wird. Mir ist es relativ egal, weil ich ein unbescholtener Bürger bin. Mir tut es ja nicht weh, wenn ich gefilmt werde, wenn ich durch München gehe. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie noch nie irgendeine illegale Handlung vollzogen haben. Das können Sie doch nicht sagen. Das ist doch, also in Ihrer Jugend irgendwann, wenn Sie doch mal bei Rot um die Ampel gelaufen sind. Ja, aber das rechtfertigt ja aus meiner Sicht nicht, dass deswegen für den Staat nicht möglich sein muss, diese Handlungen aufzudecken. Darum ist es ja illegal. Also das ist ja in sich schlüssig. Ne? Sie wollen Totalüberwachung wegen der roten Ampel? Ich rede von der Totalüberwachung. Ich sage, es muss die Möglichkeit geben, eben Verfehlungen aufzudecken. Ob ein gesellschaftliches Leben zusammenbricht, das ist eine ganz andere Frage. Keiner will den Überwachungsstaat. Der Warner hat das auch gesagt. Das, glaube ich, ist auch das Thema heute nicht, weil es gar nicht das Thema sein kann bei uns. Das ist in anderen Ländern womöglich so, aber nicht bei uns. Zudem hätte man die Möglichkeiten gar nicht. Vielleicht auch auf die Frage mit Amerika. Bei uns waren es, so wie es bewährt, ca. 50.000 Datensätze, die abgeglichen worden sind. Es war nicht einer fehlerhaft bisher. Also unterm Strich hat sich immer herausgestellt, die Person war die, als diese dann gespeichert war. Es ist weder irgendein Datum manipuliert worden oder ähnliches. Das soll jetzt nicht wieder irgendein Vertrauen fördern in den Staat. Ich kann ja nur von Fakten reden und nicht von Mutmaßungen. Hier wird sehr viel im Konjunktiv gesprochen, was wäre wenn und vielleicht und wenn ich ins Puff gehe oder nicht. Und das ist natürlich äußerst schwierig zu bewerten. Wir als Polizei wissen, was wir tun. Wir wissen, dass wir es rechtmäßig tun. Rechtmäßig im Sinne, wir machen nur das, was erlaubt ist. Es werden auch keine Daten bei uns irgendwie angelegt, die auf Vorrat gehalten werden oder ähnliches. Und dann muss ich halt bitten, dass der Bürger auch Vertrauen hat in uns. Solange wir das Gegenteil nicht beweisen, gilt auch für den Staat, denke ich, die Unschuldsvermutung. Und das geht, glaube ich, oft verloren. Sie haben sicher Beispiele, wo vieles schiefgelaufen ist, das ist keine Frage. Aber auch eine Bemerkung aus einer Fehlverhaltensgeschichte gleich Generalverdacht über alle zu stülpen, ist natürlich auch nicht richtig. Also das Ganze hat immer zwei Seiten. Natürlich sind hier auch widersprechende Pole, das ist auch ganz klar. Aber man sollte nicht alles so schwarz malen, als wenn es nur Überwachung gäbe, nur Datenmissbrauch, nur Datenmanipulation. Ganz so schwarz würde ich es nicht sehen. Wir haben jetzt drei Fragen aus dem Publikum und Feedback vom Podium. Ja. Darf ich ans Publikum kurz übergeben? Die Frage hinten, bitte. Durch illegale Zugriffe, weil wir ja alle wissen, dass ein Netzwerk nie sicher ist. Ob ich denen auch, die muss ich ja dann mitvertrauen. Sobald sie meine Daten speichern und dann irgendwann hoffentlich tauschen dürfen und so weiter, naja, ist ja von der Ansicht wieder gut, weil man sagt, ich mag ja auch nicht, dass überall Verbrechen herrschen. Aber wie kann man sicherstellen oder kann man überhaupt sicherstellen, dass diese langfristig gespeicherten Daten vor jetzt außerhalb unseres Vertrauens liegenden Zugriffen geschützt sind. Danke für diese Sammelfragen. Herr Kessel, eine Minute noch. Ja, die Frage an die Herren von der Polizei adressiert, aber dann haben Sie länger Zeit, dass es sehr ausgewogen sein wird. Ja, bitte, Herr Wallner. Dazu möchte ich vielleicht ganz kurz eine kleine Parabel hinstellen, jetzt der Optimist, der findet das Flugzeug, der Pessimist den Fallschirm. Ne? Geht an und für sich ganz einfach.
ähnlich ist es in diesen Bereichen. Der Herr Zeger hat eingangs etwas ganz Interessantes gesagt in Bezug auf die Exekutive. Polizeibeamte geben Daten weiter, werden verurteilt. Dazu muss ich sagen, warum werden sie verurteilt? Weil sie von anderen Exekutivbeamten entlarvt werden und als Täter identifiziert werden. Das ist auch für sich der Bereich, wo man eben sagen kann, es ist ein menschliches Problem. Überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, passiert Kriminalität. Es wird auch nicht jeder Exekutivbeamte ehrlich sein oder ehrlich bleiben. Kann man nicht hundertprozentig gewährleisten, dass die Exekutivbeamten, die ordentlich ihren Dienst versehen, bemüht sind, diesen Ruf aufrecht zu erhalten und zu festigen, dessen können sie versichert sein. In Bezug der Kriminalitätsbekämpfung wird, was in der Macht der Mitarbeiter steht, getan, sofern andere Kollegen im Verdacht stehen, dass sie derartige illegalen Aktivitäten gesetzt haben, wird, sofern das bekannt wurde, nachgegangen und wird auch vehement dagegen vorgegangen. Es wird jetzt sehr intensiv immer wieder im Bereich gegen die Gerichtsbarkeit, gegen den Staat in Bezug Überwachung, Überwachungsstaat, geht diese Richtung jetzt. Eine sehr große oder ein großes Gefahrenpotenzial oder Angriffspotenzial liegt aber nicht, meiner Meinung, persönlichen Meinung, jetzt nicht als Exekutivbeamter, sondern als Privatperson, nicht unbedingt im Staat, sondern in der Wirtschaft an sich. Das wurde zuerst schon angesprochen, es geht hier um sehr hohe Summen und die Wirtschaft ist sehr wohl daran interessiert, derartige Informationen zu erhalten, sei es für Marktforschung oder sonstige Zwecke. Und da passieren sehr viele Sachen. Zur Identifizierung in Amerika ganz kurz zu sagen, es gibt im Prinzip annähernd hundertprozentiges. Wie gesagt, 100% gibt es nicht, weil der menschliche Faktor ist leider drinnen. Wenn jemand einen DNA-Barcode oder eine DNA-Probe falsch barcodet, haben sie ebenfalls wieder einen Fehler, eine Fehlerquelle. Ich war circa 8 Monate jetzt in Thailand bei der Opferidentifizierung in Phuket, habe auch in Sri Lanka die Datenverarbeitung verwaltet für das österreichische DBI-Team. Wir haben glücklicherweise 100% unserer Opfer identifizieren können, dank technischer Hilfsmittel und dank der Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter, die gearbeitet haben, und dank der Mithilfe der Bevölkerung. Es war ein gemeinsames, harmonisches Arbeiten unter Ausnutzung der möglichen technischen Hilfsmittel. Also es kann nicht, oder Datenverarbeitung kann nicht nur verteufelt werden, es ist auch ein nützliches Werkzeug, je nachdem wie man es einsetzt. Danke. Ja. Wir haben es den Herrn Kleider schon angeraten lassen. Bitte, obwohl Sie sehr viel mitkommentiert haben, sich knapp präzise zu fassen. Ich fasse mich auf jeden Fall kurz. Also erstmal so ein paar Fakten zu klären. Also Herr Wanner, die Aufbewahrungszeiten werden garantiert nicht kürzer. Haben wir gerade irgendwie auf Europaebene gesehen. Vorratsdatenspeicherung 6 Monate. No? Bitte? Entschuldigen Sie, dass ich da jetzt ganz kurz einwerfe. Es gibt auch im deutschen Datenschutzgesetz einen ganz bestimmten Passus, da gibt es die Datenschutzkommission Nordrhein-Westfalen, und speziell in Bezug auf JAP wurde da ein entsprechendes Manifest, das ich auch persönlich in schriftlicher Form in der Hand habe, dass Daten unter gewissen Umständen absolut und überhaupt nicht aufbewahrt werden dürfen. Sie werden wissen, worum es geht. Es geht um Daten, die nicht kostenrelevant sind, im Bereich der Verbindungsdaten zum Beispiel und andere Bereiche. Und es gibt in Österreich definitiv Netzbetreiber, die aus diesen Gründen keine Daten an die Gerichtsbarkeit weitergeben. Ja, das okay,
kann ich schlecht das was antworten. Ja, der Chaos Computer Club betreibt übrigens einen JAP-Knoten und es gab genau Anfragen von der deutschen Polizei, die halt Daten gefordert haben. Und es wurde gespeichert, es muss gespeichert werden, es ist sogar eine Schnittstelle inzwischen implementiert in diese angeblichen Anonymisierungsdienste, um den Zugriff von der Polizei zu gewährleisten. Und nur weil irgendwie einige Daten nicht gespeichert werden, heißt es nicht, dass nicht alle Daten, also dass trotzdem nicht Daten mehr als 6 Monate gespeichert werden. Und die rechtliche, die aber selbstverständlich. Ja, ich glaube, Sie haben noch einige andere Punkte, auf die mich jetzt sehr interessieren würden, auf diese Liste. Ja, dann kommen wir einfach nochmal gleich zu Herrn Kirchleitner, und zwar die Sache von Ihrem Vortrag mit dem 500er BMW-Fahrer mit dem unpassenden Aussehen. Tja, dann ziehen Sie ja schon einen alten Anzug an, würden Sie sich rausfinden? Das ist halt genau, Sie linken Leute raus, die aber selbst schuld sind, wenn sie sich so anziehen, wenn sie wirklich schmuggeln wollen. Das heißt, die Leute, die clever genug sind, die werden sie nicht erwischen damit. Schauen wir mal. Dann wollen Sie vielleicht gleich. Das stimmt. zum Thema Sicherheitsgefühl vielleicht noch. Ich meine, es mag ja ganz toll sein, dass die Leute angeblich Sicherheitsgefühl wünschen, aber Sicherheitsgefühl zu vermitteln und im Gegensatz dazu passiert halt wirklich Kriminalität. Das ist doch widersprüchlich. Also ich meine, was haben die Bürger von dem Sicherheitsgefühl, wenn sie trotzdem Opfer von Kriminalität werden? Ich sage euch, ich fasse es kurz. Ja, er hat sein Wort eingehalten und hat es in kurz gefasst. Natürlich hat der Bürger was davon, wenn Sicherheitsgefühl positiv ist. In dem Wort steckt ja schon Gefühl, das sind ja nicht unbedingt harte Fakten, die dafür sprechen, das sind einfach gewisse spürbare Faktoren, die eine Bevölkerung merkt und die kann auch erhoben werden. Es äußert sich im Übrigen auch zum Beispiel, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Salzburg ist nicht umsonst ein boomender Raum in Österreich, nämlich weil auch die Sicherheit sehr hoch angesiedelt ist. Und es würde kaum eine Firma heute irgendwo hingehen, wo eigentlich von vornherein klar ist, dass das aus Sicherheitsgründen zum Scheitern verurteilt ist. Jetzt rede ich nicht nur vom IT-Bereich. Die reale Sicherheit, nicht das Sicherheitsgefühl. Ja, das Gefühl ist ein Teil und die reale Realität ist der andere Teil. Der ist aber auch nur belegt dadurch, was die Polizei aufgreifen kann. Würden alle Polizisten heute kündigen, wir machen nichts mehr, haben wir keine Kriminalität mehr, die sie erkennen. Aber die Kriminalität ist trotzdem da. Also man macht sie sehr einfach, das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Das sitzt da im Detail, das würde ja mit Sicherheit heute den Rahmen sprengen, aus dem passt es eigentlich da gar nicht richtig dazu. Was auf jeden Fall aber sicher ist, und das höre ich immer raus, das ist einfach ein Misstrauen. Und der Staat in Form der Polizei, der einzelne Polizist, hat kein Interesse, irgendjemand da zu missbrauchen, datentechnisch. Ich bin mir auch sicher, dass viele hier im Raum überhaupt nicht in einem Polizeicomputer gespeichert sind. Also man muss sehr wohl Daten unterscheiden, die dem allgemeinen Lebensgebrauch zur Verfügung stehen. Für mich übrigens auch immer sehr kurios. Man mokiert sich dann über Daten. Wenn es aber um eine Kundenkarte geht von einem Kaufhaus, dann gibt man alles preis, Einkommen, wie viele Kinder, wie groß die Wohnung ist, was man am liebsten isst. Da wird alles preisgegeben, dass man 1% kriegt in dem Kaufhaus. Wenn aber bei der Polizei gespeichert ist, dass jemand eine Verfehlung begangen hat, dann ist das ein Riesenproblem. Dann ist das vorwerfbar, dann ist das aber völlig unglaublich. Wie darf die Polizei wissen, dass ich ohne Führerschein gefahren bin? Das ist ja eine Riesensauerei. Da hat der Bürger aber explizit zugestimmt, dass die Daten aufgenommen werden. Ja, der Bürger hat nicht zugestimmt, der Staat stimmt zu, dass er die Daten nimmt. Bei den Kundenkarten. Bei den Kundenkarten hat der Bürger zugestimmt. Genau, bei den anderen nicht. Aber sicher nicht im Wissen, was teilweise mit den Daten gemacht wird. Er kreuzt halt irgendwas an aus. Ein prozentiger Geldgier, aber letztlich, ja. Darf ich jetzt bitten, kleiner Ruf zur Ordnung, zwei Ad-Hoc-Meldungen, eine von Herrn Maus und direkt anschließend Herr Zeger, bitte, und dann eine Frage aus. Ich möchte kurz auf das Vertrauen in den Staat eingehen, beziehungsweise auch erstmal auf Ihre gefühlte Sicherheit. Sie sagten, die meisten von uns stehen wahrscheinlich nicht im Polizeicomputer. Kann sein, aber wir wissen es nicht, und das ist gefühlte Unsicherheit. Und ich will Ihnen was zum Thema Vertrauen sagen. Als ich 2004 beim CCC zum ersten Mal über ein Gesundheitstelematiksystem berichtet habe, was real an Patienten angewendet wurde und was in meinen Augen verheerende Sicherheitslücken hatte, habe ich das im Vertrauen auf die Lauterkeit dieses Staates getan. W-
Würden Sie das, was ich da vorgetragen habe, in irgendeiner Form als kriminell betrachten? Ich würde das eher als staatstragend betrachten. Ich habe mich in der aktiven Gefahrenabwehr, also Ihrem Metier, nur in einer anderen Welt versucht. Ich habe versucht, die Bürger Deutschlands, oder zumindest bei diesen Modellregionen, vor verheerenden Schäden zu schützen. Seitdem stelle ich eine gewisse Häufung unangenehmer Zufälle fest, bis hin zu Defekten an einem Fahrzeug, die das Potenzial hätten, zu einem Unfall zu führen. Das sind alles Zufälle. Da schützt mich wahrscheinlich niemand vor. Oder wie viel Zufall muss ich Ihnen auf den Tisch legen, bis Sie sagen, der Mann braucht unseren Schutz? Und da, an dieser Stelle, ist mein Vertrauen in den Staat zerbrochen. Und jetzt können Sie sagen, das sind nur Einzelne. Richtig, es sind nur Einzelne. Aber der Staat tritt als eine juristische Person auf. Und so wie Sie eben gesagt haben, wir müssen jede einzelne Verfehlung aufzeichnen und verfolgen, muss ich einfach sagen, ich kann in meinem Fall und in vielen anderen Fällen sehen, dass einzelne Organe des Staates versagen. Und das muss sich, und da folge ich jetzt einfach nur Ihrer Argumentation, das muss sich der Staat als Ganzes dann anrechnen lassen. Und da kommt zumindest inzwischen mein Misstrauen her. Also Sie wollen eine Bewegung von beiden Seiten in diesem Thema. Herr Ziegel wartet schon sehr lange auf das. Ja, ich hat es vielleicht ein bisschen gemerkt, ich bin ein bisschen hier unruhig geworden. Ich möchte vielleicht doch jetzt wieder zu ein paar sachlichen Punkten zurückkommen und nicht so sehr also diese Emotionen, die hier also zum Teil geschürt werden, weiter aufkochen lassen. Hier wurde gesagt, man habt doch Vertrauen zum Staat und es muss ja auch die Unschuldvermutung des Staates gelten. Ich muss hier ganz offen sagen, das sind äußerst von unserem demokratischen Grundverständnis her bedenkliche Aussagen. Ja, die Demokratie lebt eben aus einem Konzept von Check and Balances. Das heißt, es ist nicht hier der Staat und dort die Bürger und für alle gilt die Unschuldsvermutung, sondern der Staat hat sich eben einer verschärften und verstärkten Kontrolle und Gegenkontrolle. Wer überwacht die Überwacher? Zu stellen. Und dieser Punkt wird eigentlich laufend von Sicherheitsbehörden in Frage gestellt und unterlaufen. Ich höre immer dasselbe, wie Sie es sagen. Vertraut uns doch. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, ein Zusammenleben zu organisieren, in dem der letzte Schritt des Staates, ja, egal ob ich dem jetzt persönlich vertraue oder nicht vertraue, der letzte Schritt des Staates kontrollierbar und nachvollziehbar ist. Und ein bisschen was jetzt dazu dieser ganzen Effizienz der Überwachungsmaßnahmen gesagt. Ganz kurz, österreichische Zahlen. Wir haben in Österreich seit 5-6 Jahren eine enormes logistische Ausweitung der Überwachungsbefugnisse der Polizei. Ja, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Sachen wie Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches eingehen, Videoüberwachung und so weiter. Begründet wird das eben mit Kriminalitätsbekämpfung. Ein hehres Ziel, zu dem hier niemand Nein sagen wird, ja, inklusive mir. Kriminalitätsbekämpfung kann ich auf zwei Ebenen machen. Ich kann präventiv wirken oder ich kann investigativ wirken. Das heißt, und wir müssen uns dann an Fakten halten, nicht an was wäre, wenn und Zukunft und so weiter, konjunktiv, wie Sie das gesagt haben, sondern an Fakten. Das heißt, wir nehmen uns die Statistiker, die Kriminalstatistik und schauen einmal nach. Die letzten 5 Jahre, Verbrechen in Österreich. Sind sie zurückgegangen? Sind sie konstant zumindest geblieben? Nein, wir haben ein 70-prozentiges Wachstum innerhalb der letzten 5 Jahre. Nehmen wir her den Bereich, wobei ich das letzte Jahr waren es alleine 15% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Nehmen wir her den Aufklärungsteil. Ist jetzt durch die vermehrte Überwachung mehr aufgeklärt worden? Nein, leider auch nicht. Ja, wir haben ein fast dramatisches Einbrechen der Aufklärungsquoten, die im Jahr 2002 noch bei 25% und drüber waren und heute bei 18% liegen. Das heißt, offensichtlich ist an diesem Konzept irgendwas falsch, schlicht und einfach.
Und ich würde doch meinen, dass man nach einigen Jahren die Realität zur Kenntnis nehmen sollte und darüber nachdenken sollte, okay, vielleicht verpulvern wir das Geld für die Sicherheit an der falschen Stelle. Vielleicht beschäftigen wir uns zu sehr mit Daten und Computer und in Wirklichkeit die Kleinkriminalität spielt sich ganz woanders ab. Ja? Und weil Sie sagen, Sie werden jeden Einzelfall von kriminell oder von illegaler Datenverwendung, das wird aufgedeckt werden. Aufdecken können Sie nur das, was aufgedeckt wird, nicht das, was nicht aufgedeckt ist. Nur jemand, der einen Führerschein sozusagen ohne Führerschein gefahren ist, ist in Ihrer Datenbank. Ja, dann sind Sie in einem glücklichen Land. In Österreich sind Sie auch in der kriminalpolizeilichen Datenbank, in der Akten, in sogenannten Akteninsatz, wenn schlicht und einfach Ihr Nachbar behauptet hat, Sie hätten was Illegales gemacht. Und dort sind Sie ziemlich lang drin, mehrere Jahre. Oder eben, wir vertreten jetzt gerade so einen Fall, dass Sie in irgendeiner Demonstration teilgenommen haben. Ja? Das heißt, wir haben in Österreich die Spezialität, dass es einen eigenen Datei gibt, in der jeder, der auch nur irgendeinen Kontakt mit der Polizei hatte, und sei es nur, indem er vernadert wurde, da drinnen ist. Ja? Und er sich persönlich ziemlich viel Mühe machen muss, damit er rauskommt. Bis vor 3 Jahren hat die Polizei gesagt, kommst du überhaupt nie mehr raus. Weil die Tatsache, dass du angezeigt wurdest, ist ja richtig. Bis dann die Datenschutzkommission und der Verfassungsgerichtshof gesagt haben, ja, sie ist zwar richtig, aber dient zu keinem Zwecke mehr. Daher ist es zu löschen. Gott sei Dank haben wir das erreicht, nach vielen, vielen Jahren. Aber noch Massen solcher Datensätze kursieren in Österreich. Und es geht nicht so sehr um einzelne Missbräuche und so. Sie kennen diese Section Control, ich habe so eine alte Kronenzeitung herausgebracht, in der etwa 8000 Autofahrer eingespeichert wurden, weil sie sozusagen hier angeblich ein Gesetz übertreten haben. Und erst nachdem sich dann einzelne Beherzte damit beschäftigt haben, bis zum Verfassungsgerichtshof oder dem Verwaltungsgerichtshof gegangen sind, ja, hat er dann festgestellt, diese Datenaufzeichnung ist, weil eben die Verkehrsschilder falsch angebracht worden sind, illegal, also unzulässig zustande gekommen. Ja, die Leute sind aber drinnen geblieben und sie werden auf ewig drinnen geblieben, wenn es dann nicht einen einzelnen oder einzelne Bürger gegeben hätten, die mit riesen Aufwand, ja, hier eine Sache durchgefochten haben. Und da denke ich mir, haben wir ein Ungleichgewicht. Und es geht nicht darum, ob ich dem Staat traue oder misstraue, sondern der Staat, das sind ja wir, das Gemeinwesen, muss so organisiert sein, als ob wir sozusagen das Schlimmste von ihm annehmen können. Dann wird er nämlich gut funktionieren, ja, wenn sozusagen der Überwacher wirklich auch überwacht wird. Es gibt jetzt noch eine offene Saalfrage und dann die Republik auch vom Podium. 2, 3 Saalfragen. 4. Er war noch ein bisschen gut machen. Aber das wird die letzte Runde sein, weil die Zeit läuft und das Buffet wartet schon. Also ich bitte um knappe Fragen und ich schon habe schon eine Antwort. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Beispiel mit dem Pass. Ich denke, jeder von uns ist da betroffen. Jeder von uns reist einmal ins Ausland, Amerika oder wo auch immer hin. Und ich denke, dass auf der einen Seite natürlich es wichtig ist, dass man richtig identifiziert wird, dass auf der anderen Seite, wie Sie das auch angesprochen haben, da durchaus ein falsches Gefühl der Sicherheit entsteht. Und mich würde jetzt interessieren, welche Alternativen, wenn es die überhaupt noch gibt, zu den biometrischen Datenerfassungen gibt es überhaupt? Und warum muss sozusagen diese Erfassung der biometrischen Daten jetzt eingeführt werden, wo offensichtlich feststeht, dass es nicht zur versprochenen Sicherheit führt? Ich nehme an, dass sicherlich eine große Rolle spielt die unter Anführungszeichen, sage ich mal, extreme Terrorismusbedrohung. Mit der kann man ja relativ leicht Ängste schüren. Das ist auch richtig, wenn man reist, spürt man das vielleicht selber auch. Und daher meine Frage dazu, warum ist es unbedingt notwendig, das jetzt schon einzuführen? Und zweitens, welche Alternativen gäbe es dazu? Herr Christel möchte antworten. Warum es nötig ist? Ja, eigentlich ist es nicht nötig, allerdings hat der Staat bzw. die EU das einfach mal beschlossen, bzw. auch die ICAO, also die internationalen Gremien. Und es gibt
durchaus Alternativen. Und zwar ist die Schweiz ein sehr vorbildliches Land. Sie haben halt einfach möglich gemacht, dass man sich bei der Passbeantragung entscheiden kann, ob man einen biometrischen Pass haben will oder nicht. Blöderweise, mit dem nicht-biometrischen Pass wird man in 10 Jahren nicht mehr in die USA einreisen können, aber man hat zumindest die Wahl, erstmal nicht biometrisch erfasst zu werden. Und warum es jetzt so kurzfristig oder beziehungsweise sehr schnell eingeführt wird, obwohl die Technik noch nicht funktioniert, kann ich für Deutschland ganz klar beantworten, sind wirtschaftspolitische Gründe. Also bei uns, unser Ex-Bundesinnenminister, Herr Schily, war da einer der treibenden Kräfte auf der EU-Ebene. Und einfach aus dem Grund, weil erstens sind ca. 70% der Herstellerkapazitäten von diesen RFID-Chips in Deutschland und an ganzen Ländern angesiedelt. Und außerdem, wenn man so ein System auf den Markt bringt, was irgendwie funktioniert oder zumindest den Anschein hat, dass es funktioniert, dann ist natürlich mit Folgeaufträgen in Milliarden zu rechnen. Und auch die Biometriewirtschaft in Deutschland ist da halt sehr führend. Also es sind für Deutschland ganz klar wirtschaftspolitische Gründe. Die nächste Frage bitte. Das mit den DNA-Proben in Deutschland, wo dann Verbrecher herausgefunden worden sind, irgendwelche Sexualdelikte, Kinderschänder und so weiter, sind ja sehr viele DNA-Proben genommen worden von ganzen Gemeinden, Landkreisen. Wie lange werden jetzt wirklich aufgehalten oder aufbewahrt oder sofort vernichtet? Sofort vernichtet. Und die zweite Frage an den Datenschützer von der AGE: Von einer Datenbank werden ja regelmäßig irgendwelche Sicherungen gemacht. Wie kann man da sicher gehen, dass man da auch gelöscht wird, nach einem gewissen Anfang? Herr Maus. Ja, naja, überhaupt nicht natürlich, weil aus Backup-Bändern wird in der Regel eben nie etwas gesichert. Das Datenschutzgesetz sagt, gelöscht. Nie etwas gesichert passiert auch sehr oft, wenn man viele Bänder gehen, funktioniert nicht. Aber das Datenschutzgesetz sagt hier relativ blauäugig und simpel, diese Daten dürfen nicht verwendet werden. Ne? Derzeit nicht verwendet werden. Ne, sie dürfen nicht, so steht es drin im Gesetz. Natürlich, absolut. Also, und es ist, die Daten sind schlicht und einfach da und könnten halt hier auch jederzeit von der Polizei im Zusammenhang in Österreich nach der StPO angefordert werden, mit einem Gerichtsbeschluss, oder die Gerichte können sie verlangen. Ich denke mal, hier wären eigentlich IT-Hersteller gefordert, neuere, modernere Sicherungskonzepte zu entwickeln, ja, die es erlauben könnten, hier gewisse Datenbestände regelmäßig auf etwa veraltete, nicht mehr benötigte Daten zu durchforsten und sie da rauszulöschen. Eine weitere Frage in den hinteren Reihen. Naja, da gibt es in Österreich das Auskunftsrecht nach dem Datenschutzgesetz, das ist § 26. Diese Auskunft, die Anfrage stellen Sie an die örtliche Sicherheitsbehörde. Sie können sie auch, wenn Sie glauben, dass Sie zentral, zum Beispiel Verfassungsschutz oder so, kann man relativ rasch kommen da hinein, auch gespeichert sind, auch ins Innenministerium stellen. Die Auskunft ist binnen 8 Wochen zu erteilen. Sollte sie für Sie unbefriedigend sein, können Sie dann eine Beschwerde bei der Datenschutzkommission machen. Sie sind jung, also Sie werden es noch vor der Pension dann die Entscheidung erleben. Wir haben, die Datenschutzkommission müsste innerhalb von 6 Monaten entscheiden, hatte sich angewohnt, also auf 18 Monate Durchschnitt zu kommen. Wir haben einige Klagen dazu eingebracht, jetzt mittlerweile sind es bei 14 Monaten. Also nach einiger Zeit würden die dann sagen, ja, das ist eine ordentliche Auskunft, oder nein, sie haben festgestellt, dass da noch mehr zu finden ist. Mein Tipp bei der Sache: Schauen Sie, ob Sie nicht Anhaltspunkte haben, wenn Sie nicht mit einer Auskunft nicht zufrieden sind, dass Sie sagen können, okay, eigentlich müsste zu dem und dem Vorfall eigentlich auch was da sein. Ne? Also ansonsten bekommen Sie immer die Antwort, es ist eh alles in Ordnung oder es sind eh keine Daten da. Ja. Aber das Recht auf Auskunft haben Sie, nicht nur gegenüber der Polizei im Übrigen, sondern gegenüber jedem Datenverarbeiter, egal ob privat oder ein öffentlicher ist. Wir müssen noch eine Saalfrage. Vorher darf ich auf den Journal warten, Herr Wallner. Zu der Blick.
Können Sie davon gerne das Feuer machen, wenn Sie wollen. Bezüglich der Datenauskunft, der Herr Zeger hat es schon richtig gesagt, es gibt sehr wohl gesetzliche Bestimmungen und Möglichkeiten, Auskünfte über Daten einer Person, also über sich selbst einzuholen. Dass es ab und zu etwas länger dauert, ist möglich, hängt wahrscheinlich auch ab von den personellen Ressourcen der Bearbeitung etc. Entzieht sich meiner Kenntnis, da wir in einem anderen Bereich tätig sind. Speicherung von Daten oder Sammlung von Daten in der Art, wie der Herr Zeger sie gemeint hat, ersuche ich vielleicht um visuelle Trennung zwischen dem Bereich der Kriminalitätsbekämpfung und jetzt anderer staatlicher Tätigkeiten, auf die ich jetzt nicht mehr eingehen will. Ja. Es ist nicht gut, diese Bereiche in einen Topf zu werfen. Ob das Ganze Sinn macht, darüber könnte man in einer anderen Podiumsdiskussion diskutieren. Tatsache ist, dass die Gesetze und Bestimmungen für derartige Datenspeicherungen von Volksvertretern, von uns gewählten Volksvertretern gestaltet und gemacht wurden. Das ist immer das eine. Das zweite ist, wenn man es vergleicht, der Zeger hat es da gebracht, die Section Control. Section Control wurde eingeführt von der Republik Österreich zur Überwachung des Verkehrs, des Straßenverkehrs und zur Einhebung von Geldstrafen im Bereich Verkehrsübertretungen. Um eine Section Control-Überwachung zum Beispiel im Bereich der Kriminalitätsüberwachung machen zu können unter Umständen, sind sehr, sehr restriktive Bestimmungen gegeben. Darunter fällt zum Beispiel der Bereich der organisierten Kriminalität mit Strafdrohungen im Verbrechensdatbestand und so weiter. Genehmigung derartiger Überwachungen durch ein Richtergremium mit entsprechender Überwachung von ziviler und juridischer Gruppierung. Nur ganz kurz dazu. Entschuldigung. Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt endgültig unbeliebt mache, wenn ich so viel rede. Ich muss schon ein paar Fakten gerade stellen. Die Section Control wurde eben nicht von der Republik Österreich eingeführt, sondern es ist eine Initiative der ASFINAG in Zusammenarbeit mit der Polizei ohne Rechtsgrundlage, ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage. Und es gibt eine Reihe von Verfassungsjuristen, die sagen, es gibt auch keine implizite Rechtsgrundlage dafür und sie ist insgesamt unzulässig. Ja? Also die wurde eben nicht vom Nationalrat beschlossen oder von sonst einem politisch oder auch also politisch legitimierten Gremium. Das andere ist, bei den Datenbeständen, ja, wenn Sie eine Auskunft verlangen, übrigens landen Sie mit diesen Auskunftsbegehren auch sofort wieder in diesen Aktenindex, den ich zuerst genannt habe. Und dieser Aktenindex, ja, der ich sage es ganz polemisch jetzt einmal, der Müllhaufen der österreichischen Sicherheitsbehörden ist, dieser Aktenindex ist eben nicht getrennt von der kriminalpolizeilichen Arbeit, sondern ist ein Teil des sogenannten elektronischen kriminalpolizeilichen Informationssystems, dem EKIS. Es gibt andere Aufgaben der Polizei, verwaltungsrechtliche, wie zum Beispiel zentrale Meldeevidenz, Passgesetz und so weiter, die sind davon getrennt. Ja, aber von denen habe ich nicht gesprochen. Danke. Okay. Es gibt zwei Sachfragen, bitte. Ja, also es ist nicht direkt eine Frage, sondern mein Kommentar zu dem, was ich jetzt bisher gehört habe, eine Frage an den Herrn Kessler. Was glauben Sie, wird passieren, wenn Sie zu einer Kontrolle kommen, Sie haben eine Sonnenbrille auf und Sie haben dann verhetzte Fingerkuppen, ich glaube, dann wird halt eine normale Kontrolle durchgeführt, dann machen Sie sich erst recht verdächtig und wenn Sie den Chip eines Passes zerstören und damit nicht nach Amerika einreisen können, ist Ihnen auch nicht geholfen. Was mir ein bisschen stört jetzt, Sie verteidigen da das anonyme Surfen oder wie auch immer und ich sage Ihnen, ich bin sauer, wenn eine E-Mail mit meiner Seite, mit meiner eigenen Absenderadresse gekommen, die ich selber nicht verschickt habe, oder wenn ich über irgendeinen Proxy-Server geleimt werde und da rede mir nicht rein. Da würde Ihnen anonym auch nicht helfen. Das ist ein grundsätzliches Problem des Internets und der Provider.
Okay, aber ich meine, ich fühle mich dadurch belästigt und ich würde meine Daten, meine normalen Daten, Meldedaten hergeben, wenn ich sicher bin, die anderen müssten es auch, um an diesem System teilnehmen zu können. Also diese Anonymität belästigt mich in der Form. Ja. Bitte, die Zeit läuft. Ja, und zum Christian, Sie kommen dann einfach mal zu uns, machen eine Geschwindigkeitsübertretung, dann kriegen Sie anonym Verfügung. Da wird gar nicht erhoben, ob Sie gefahren sind, sondern Sie zahlen das einfach und deswegen auch eine Frage wie Section Control. Werden da Personendaten aufgenommen oder nur die Kennzeichen erfasst? Wenn nur die Kennzeichen erfasst sind, warum wird das dann personenbezogen gespeichert? Da ist ja nicht erhoben, wer davor auch. Okay. Vielleicht eine kurze Anmerkung. Der Herr Kissler, wenn er in Österreich sozusagen hier von der sächsischen Kontrolle erfasst werden würde, dann würde er vielleicht auch eine Anonymverfügung bekommen, aber sie würde nicht exekutiert werden können, wenn in Deutschland dieses Instrument unbekannt ist. Das ist ein Privileg der österreichischen Polizei, dass man jemanden bestrafen kann, ohne eigentlich zu wissen, wer er ist. Österreich ist EU-weit wahrscheinlich einmalig, ja. Sagt ein bisschen was über die Qualität des Rechtsstaates aus. Bezüglich der Section Control ist natürlich so, selbstverständlich ist das Kfz-Kennzeichen ein personenbezogenes Kennzeichen, weil es eben Rückschluss auf den Fahrzeughalter ermöglicht. Und das Datenschutzgesetz hat eben genau auf diese Probleme insoweit auch Rücksicht genommen, dass es nicht nur sagt, es muss eine Information unmittelbar einer Person zugeordnet werden, so wie der weiß-rote Pullover einer bestimmten im Saal befindlichen Person, sondern es muss bestimmbar sein. Das heißt, es muss möglich sein, ja, aus einer bestimmten Information einer bestimmten Person zuzuordnen. Und das ist eindeutig und der Fall. Das ist überhaupt keine Debatte im Zusammenhang mit der Section Control. Ja, wo ich mich aufgehalten habe, wie lange ich mich dort aufgehalten habe, das ist also eine personenbezogene Information. Das Problem bei der Section Control ist, um vielleicht ganz kurzes zu sagen, ist das, dass hier eigentlich ein Verfassungsgrundrecht missachtet wird. Nämlich, dass ein Bürger, solange er sich nichts zu Schulden kommen lässt, in Österreich nicht bei einer behördlichen Überwachung ausgesetzt werden darf. Ja, das haben wir auch mehrmals schon heute gehört, dass die Polizei sehr viel Wert auf sowas legt. Bei der Section Control müssen sie, das ist einfach ein Teil dieses Systems, jeden, auch der sich korrekt verhält, speichern, aufzeichnen und letztlich mit identifizierbaren Daten eine bestimmte Zeit lang aufbewahren. Und sie können hoffen, dass diese Daten danach, so wie hier, nicht verwendet werden oder vielleicht doch verwendet werden. Die Zeit ist erwähnt worden. Ich muss wieder so drauf schauen. Es gibt eine offene Saalfrage noch und das würde dann einleiten zur knappen Schlussrunde, die vielleicht in der Ausnahme beginnen wird. Die offene Saalfrage bleibt, glaube ich, hier in diesem Bereich. Wenn nicht, die Mail knurren schon bezüglich Buffet wahrscheinlich. Dann darf ich um die Schlussrunde bitten, Diskutanten, Herr Maus. Ich möchte doch noch meine Lanze für Anonymität brechen. Ich denke, wir haben Recht darauf, anonyme Insulin bei der Apotheke zu beziehen. Wir haben Recht darauf, anonym Ihre Diabetikerkekse zu kaufen. Wenn Sie das nicht können, hängt nämlich Ihrem Kind und Ihren Enkeln das Schild an, erhöhtes Risiko, Diabetes zu bekommen, nicht versichern. Es gibt durchaus Bereiche, in denen wir Anonymität dringend brauchen, wenn die Gesellschaft so funktionieren soll. Und die Aufhebung der Anonymität, um jetzt zum Beispiel Spam-Mail zu vermeiden, sie hilft nicht. Ich kann mich der Vorratsdatenspeicherung entziehen, indem ich in Internetcafé gehe. Das wird der normale Bürger nicht tun, aber der Kriminelle wird es natürlich gerade tun. Umgekehrt ist aber noch lange nicht jeder, der ins Internetcafé gegen Kriminell. Es kann ja sein, dass er unterwegs ist und sein regulärer mobiler Internetzugang nicht funktioniert oder er keinen hat. Das ist für sich ja noch keine Straftat. Und das entscheidende Problem, was wir an dieser Stelle sehen, ist, die Überwachung trifft in dieser Form vor allem denjenigen, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, während derjenige, der sich was zu Schulden kommen lassen will, sich hier sehr leicht entziehen kann. Das heißt, sie kann systemisch den Effekt gar nicht erzielen,
aber sie macht uns allen zu potenziellen Opfern, denn diese Daten können missbraucht werden. Man kann zum Beispiel irgendwann später mal sagen, Sie haben doch in einem Saal mit dem Herrn Maus gesessen. Der könnte Sie infiziert haben mit seinen schrecklichen Ansichten. Nachdem wir mit denen fertig geworden sind, nehmen wir uns jetzt Sie vor. Ja, das ist ein bisschen extrem, aber Sie wissen es nicht. Sie wissen nie, was in Zukunft mit den Daten passiert. Und Sie wissen nie, welche Daten zukünftig wichtig werden. Sie wissen nie, was man aus zum Beispiel Iris-Daten rauslesen kann. Es gibt eine eigene Fachrichtung der Iris-Diagnostik. Ja? Das können wir jetzt nicht wissen. Das ist das Problem. Und wenn rein systemisch den Effekt der Verbrechensbekämpfung durch Überwachung nicht erreichen, prinzipbedingt nicht. Das ist zumindest mal meine Einschätzung. Ja, von Seiten der Polizei, kurze Abschlussbemerkung, für die Polizei ist selbstredend wichtig, dass wir Daten erhalten und natürlich vergleichen. Es liegt in der Natur der Sache. Wichtig ist tatsächlich, dass korrekt damit umgegangen wird. Ich gebe insofern Ihnen recht als Datenschutzbeauftragten, es sind Finger in die Wunde legen. Ich denke, wenn wir korrekt arbeiten, haben wir auch nichts zu verbergen. Insofern teile ich mittlerweile Ihre Ansicht, gewisses Misstrauen ist angebracht. Der Staat muss kontrolliert werden, das belegen wohl auch Fälle. Und eine Polizei, die legal handelt, müsste auch eine Kontrolle nicht fürchten. Wir fürchten es auch nicht. Wir werden laufend kontrolliert. Als Beispiel kann ich sagen, wenn wir Personen abfragen, das könnte jetzt jemand von Ihnen sein, wo einfach überprüft wird, ob eine Fahndungsnotierung vorliegt, wird binnen Sekunden bei uns auf dem Drucker ganz automatisiert eine Anfrage ausgeworfen vom Datenschutzbeauftragten, wo wir haarklein begründen müssen, warum die Person abgefragt worden ist. Also das sind Regularien, die, jetzt sage ich es mal bildlich in Anführungsstrichen, uns das Leben sehr schwer machen, überhaupt Missbrauch zu betreiben, dass es immer Möglichkeiten geben mag, das ist, glaube ich, auch klar. Aber ich bitte und ich will auch das Verständnis hier ein bisschen forcieren, man sollte nicht jedem unterstellen, dass er generell missbräuchlich mit Daten umgeht. Das würde aus meiner Sicht zu weit führen und das wird auch der Sache nicht gerecht. Dass hier auf dem Podium jeder seine Rolle vertritt, das ist, glaube ich, auch klar. Ich nehme es keinem übel, dass er misstrauisch ist. Das wäre ein falsches Verständnis auch von Rechtsstaat. Auf der anderen Seite bitte ich das natürlich auch für uns, dass man grundsätzlich nicht uns gegenübertritt und sagt, nein, ihr seid ja eigentlich selber die Verbrecher und macht es mit unseren Daten, was ihr gerade lustig seid. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Da kann ich zumindest für den kleinen Bereich, wo ich Einblick habe, reden. Dann werden wir sehen, vielleicht wird die Fußball-Weltmeisterschaft so ein Präzedenzfall für den einen oder anderen. Vielleicht begegnet man sich an der Grenze, wird Daten erheben, dann können Sie mal zuschauen, was gemacht wird. Schauen Sie dem Polizisten über die Schulter, was er abfragt und was er rausbringt. Und Sie werden sehen, für den unbescholtenen Bürger haben wir keinerlei Datenbestände, da ist nichts da, das kann ich so sagen. Also danke nochmal für die Aufmerksamkeit und dann mein Haupt. Nachbar. Ja, erfülle ich auch mal meine Rolle und sage einfach mal, dass wir meiner Meinung nach den Überwachungsstaat, wie er bei George Orwell beschrieben wurde, schon deutlich nah sind, wenn nicht sogar schon drüber hinweggegangen sind. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass es so viele Möglichkeiten derzeit gibt, Daten zu erheben und zwar Daten automatisch zu erheben und auch automatisch auszuwerten, dass das einfach gar keine zusätzlichen Arbeitskräfte mehr benötigt, um halt die Daten auszuwerten, sondern es geht halt alles automatisch. Und im Endeffekt fällt halt genau das Bild raus, okay, den gucken wir uns mal genauer an. Und man muss sich von der Illusion freimachen, dass einmal irgendwo im Netz gespeicherte Daten verschwinden. Das tun sie einfach nicht. Das sind digitale Daten, sie werden kopiert tagtäglich. Und wenn sie einmal da sind, dann bleiben sie auch da. Und nur weil es jetzt technisch nicht möglich ist, diese Daten in sinnvoller Zeit auszuwerten, heißt es definitiv nicht, dass das in wenigen Jahren der Fall sein wird, auch von der rechtlichen Seite aus. Ja, also ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Also nach dem Schlusswort von Herrn Kirchleitner sind wir ja schon fast ein Herz und eine Seele. Kleine Unterschiede gibt es natürlich schon noch. Also ich würde auch einmal unterzeichnen wollen,
dieses Konzept der Datenminimierung und Minimalisierung, das mein Vorredner gerade gesagt hat. Ich denke, mehr Bescheidenheit im Ansammeln von Daten würde uns helfen. Selbstverständlich bin ich auch ein Befürworter von Sicherheit. Ja, auch ich freue mich, wenn ich ohne Bodyguard mit 1000 Euro in der Tasche über die Straße gehen kann. Ist nicht in allen Ländern selbstverständlich. Was ich festgestellt aber habe, ist, dass in sehr, sehr vielen Fällen Sicherheitsmaßnahmen möglich wären, die eben nicht invasiv sind, die nicht in die Privatsphäre eingreifen. Ich will jetzt gar nicht einzelne Beispiele herausgeben, da könnte man dann wieder ein Gegenbeispiel bringen, wir hätten wieder eine neue Diskussion. Aber Tatsache ist, dass ich sehr, sehr oft einfach hier einen gewissen Purismus vermisse. Ja, es war früher, wo es auch schwerer war, an Daten heranzukommen, war vielleicht eine Telefonüberwachung der letzte Schritt einer Ermittlungskette. Heute müssen wir feststellen, dass diese Art von Abfragen und Überwachungsmaßnahmen der erste Schritt ist. Schauen wir, holen wir uns einmal die Liste und schauen wir, vielleicht finden wir etwas. Oder auch irgendwo wird eingebrochen, na, da stellen wir mit Videokameras irgendwie auf, vielleicht kriegen wir das dann wieder irgendwie in den Griff. Anstatt ordentlich einmal auf einer Ebene, die gar nicht personenbezogen ist, hier die Ermittlung einzugrenzen und Ihr Problem über den Spam, den unerwünschten Mails und so weiter, wir können uns nachher beim Buffet darüber unterhalten, da gibt es ganz simple, unter Anführungszeichen, Lösungen, die überhaupt nichts mit Personenbezug zu tun haben, aber natürlich tiefe Eingriffe vielleicht in bestehende IT-Betriebssysteme erfordern. Und damit will ich aufhören und weitergeben. Ich denke mal, mehr Zurückhaltung im Sammeln von Daten und mehr Intelligenz, bevor man Daten sammelt, was ich eigentlich wirklich benötige, würde uns allen helfen, sowohl geeignet identifiziert zu sein und auch geeignet anonym leben zu können. Meine Damen und Herren, also eines kann ich Sie versichern, dass Telefonüberwachungen oder ähnlich drastische Maßnahmen als Erstmaßnahme gesetzt werden, kann ich Sie beruhigen, das ist mit Sicherheit nicht so, sondern da sind vorher auch einige andere Aktivitäten notwendig und vor allem in der Regelratskammerbeschlüsse des jeweiligen Landesgerichtes, das ist also ungefähr die unterste Ebene in diesem Bereich. In Bezug auf Anonymität im Datenverkehr, wie gesagt, habe ich bemerkt und der Kollege von der Bayerischen Polizei hat es auch bemerkt, das Ganze ist also ziemlich exekutivlastig geworden, ist irgendwo schade, aber an und für sich die Anonymität im Internet oder der Bürger, wie gesagt, wahrscheinlich von den Maßnahmen der Exekutive weniger betroffen ist, wie von Maßnahmen der Wirtschaft. Also ich persönlich würde an Ihrer Stelle meine Bankomatkarte jetzt beim Rausgehen wegwerfen, weil Sie glauben gar nicht, was alles auf der Bankomatkarte von Ihnen drauf ist, was der Mediamarkt oder sonst irgendein Markt nur beim Reinstecken oder beim Durchziehen einer Karte für seine werbetechnischen Zwecke ausliest oder was andere Firmen an Daten weitergeben. Also Sie werden sich ab und zu wundern, vielleicht Sie sind schon länger geschieden und plötzlich bekommen Sie wieder die Post Ihrer geschiedenen Gattin. Ich werde Ihnen nicht sagen, woher Sie es bekommen, das ist mal Ihre Datenschutzverletzung. Ja, danke für diese pointierten Schlussmeldungen. Also ganz extrem kurz, danke für die Disziplin, danke für das Überziehen, für so eine sehr spannende, sehr emotionsgeladene Diskussionsrunde. Die Podiumsteilnehmer sind auch nachher natürlich noch für persönliche Diskussionen zur Verfügung, bitte nicht gleich schamweise über Sie hereinfahren, lassen Sie sich ein kleines Wissen an Befehl und dann ist das Befehl eröffnet, der andere geschossen. Danke.